Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 1 plus 3,5. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Classic Traveler. Yes, wir spielen cool. Classic Traveler. Und heute nicht nur mit euch, das ist natürlich schon total geil, sondern auch zusammen mit wieder vier wundervollen Spielern, beziehungsweise fünf wundervollen Spielern, Spielerinnen, dem Roboter. Also fünf Gefährten könnte man es nennen. Und heute als Special Guest mit dabei haben wir den Werner. Hallo Werner, schön, dass du dabei bist. Hallo Crew. Hey. Hi Werner. Genau, was der Werner hier dann genau darstellt, da werden wir gleich noch zu kommen. Erst den Rest des Teams. Da haben wir die Baroness dargestellt durch die Viola. Hallo Viola. Hallo. Dann haben wir noch den lieben Jan mit seiner neuen Paraderolle als Horatius. Unser Scout, Pilot, der Einzige, der wirklich kämpfen kann und so. Ja, und fliegen. Und fliegen, genau. Und dann haben wir noch den Christian als Pacifist, unser Raumpirat ersten Grades. Messer zur Schießerei ist keine gute Idee, ja, habe ich das letzte Mal festgestellt. Messer zur Schießerei war doof, ne? Bumm, ja. Ohnmächtig. Wir haben es alle überlebt, von daher. Ja. Erfahrungen fürs Leben. Lernen durch Schmerzen und so, ne? Erfahrungen fürs Leben. Ja. Wenn ihr die letzten zwei Folgen geschaut habt, dann wisst ihr auch, was hier passiert ist. Wenn nicht, kurz zuhören, wir machen eine kleine Einführung. Unsere liebe Baroness, die Baroness Lady von Windsor, Elisabeth genannt, aber einfach nur die Baroness reicht auch völlig. Sie hört einfach auf ihren Adelstitel, da kennt ihr nichts. Ist natürlich Sammlerin antike Objekte und wurde von ihrem sie heißliebenden Neffen mit einem Buch beglückt, einem Tagebuch, das sie in ein weit entferntes Sternensystem geführt hat, weil dort soll sich angeblich eine Pyramide einer untergegangenen Zivilisation befinden. Und zwar hat ihr Hofstaat dargestellt durch vor allen Dingen ihren Leibwächter und ihren persönlichen Piloten ihr davon abgeraten, diese Expedition zu unternehmen, aber sie hat sich durchgesetzt und sie sind dorthin geflogen, haben die Pyramide tatsächlich gefunden. Das heißt, das Tagebuch hat nicht gelogen und sind eingedrungen in die Hinterlassenschaften einer untergegangenen Zivilisation, haben dort alle möglichen interessanten Dinge gefunden, nicht zwingend alles hundertprozentig verstanden, aber doch einen Weg entdeckt, bis in die unterste Ebene dieser Pyramide vorzudringen. Dabei wurde der Lieblingsroboter der Baroness, die Inge, so stark beschädigt, dass sie ausgefallen ist. Wohl leergesaugt durch einen uralten Roboter, der dort auch zu finden war. Das war schon immer so. Ja, genau. Die Inge war schon. Nein. Und du bist perfekt, Inge, so wie du bist. Mein Schmetterling. Vielen Dank. Ihr seht schon, es gibt viel zu erleben. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, es lohnt sich. Nachdem dieser Roboter die Inge leer gesaugt hat, hat er auch noch den kompletten restlichen Batterievorrat der Gruppe leer gelutscht. Und dann wurde es schlagartig dunkel dort in den tiefen Ebenen der Pyramide. Damit aber nicht genug. Der werte Neffe der Baroness hat sich auch auf den Planeten begeben und ist mit einem kleinen Trupp Söldner ihr hinterher. Mit der eindeutigen Absicht, ihr dabei zu helfen, doch endlich dafür zu sorgen, dass ihre Nachkommen was zu erben haben. Sie hat keine eigenen Kinder, also wäre er der Erste in der Erbfolge gewesen. Das hat dann die Baroness mit Hilfe ihrer Kompagnons geregelt. Der Zweite in der Erbfolge hat jetzt eine Chance. Ich möchte anmerken, dass die Baroness das letztendlich ganz alleine gemacht hat. Ich wollte das so nicht sagen, aber so war es. Du hast ihn erst angeschossen und dann hast du ihm den Todesschuss versetzt, also den Gnadenschuss. Ja, und ich habe sie gegeneinander ausgespielt, sodass er erst einen seiner Männer erschossen hat und so. Also es war schon alles sehr actionreich. Ich würde mal sagen, alles fast richtig, bis auf den Teil mit der Gnade. Also mit Gnade hatte das da nichts mehr zu tun. Nein, aber da sie ja sowieso nicht schießen kann, sondern das mit ihrer Fähigkeit Jagd gemacht hat, nennt man das auch Fangschuss. Ja, absolut korrekt, das war ein Fangschuss. Ja. Was dabei aber noch passiert ist, dieser Roboterkörper hat sich erhoben und am Anfang auf die Baroness geschossen
so lange, bis schließlich die Entität der Inge in dem Roboterkörper übernommen hat und die Inge jetzt in dem uralten Alien-Roboterkörper steckt. Leider ohne Erinnerung, und der muss da schon einige Tausende, wenn nicht Hunderttausende Jahre gelegen haben. Auf jeden Fall ist diese neue Inge mit einigen Systemen ausgerüstet, die die Fähigkeiten der originären Inge bei weitem übertreffen. Das heißt, man könnte es auch ein Upgrade nennen. Und mithilfe dieses Upgrades haben sie dann sowohl es geschafft, das automatische Verteidigungssystem der Pyramide auszuschalten, was zwingend notwendig war, sonst wäre das mit dem Starten schwierig geworden, als auch die Pyramide dabei zu vernichten. Die Pyramide ist dann leider in sich zusammengefallen und untergegangen. Dennoch hat die Gruppe es geschafft und ist in den Weltraum entkommen, nur um dort von einem recht großen Schlachtschiff angefunkt zu werden, was sich aus dem Planetenschatten gelöst hat. Ein Schlachtschiff der Kinoehr-Klasse. Das ist ein 1200-Tonnen-Schiff. Das ist nicht ganz klein. Das hat so um die 50 Personen Besatzung. Und damit ist das doch ein ganzes Stück größer als ihr. Ja, das euch angefunkt hat, um euch mitzuteilen, wir wissen, dass ihr da seid. Zweitens, ihr habt unser Raumboot bei euch. Das können wir per Scanner erkennen. Ihr habt das Raumboot mitgenommen, mit dem der Neffe der Baroness gelandet ist, zusammen mit seinem Trupp. Und wo zum Teufel sind unsere Leute? Ja, ihr wisst, warum ihr das Raumboot dabei habt, und ihr wisst, wo die Leute sind. Und das ist die Situation, in die wir einsteigen. Und im Moment, aber nur im Moment, weiß noch niemand genau, wer der Werner ist. Außer der Werner. Und dazu kommen wir gleich. Yes. Gut. Also, wir sind zurück auf der Brücke. Der Centurion und der Funkspruch verhallt gerade so im Raum. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich habe das nicht so genau verstanden. Hier spricht die Baroness Millicent Windsor. Sicherlich kennen Sie mich. Nein. Oh, dann haben Sie etwas verpasst. Vielleicht sollten Sie rüberkommen zu einem Gin. Ich habe ganz vorzüglichen Gin an Bord. Deine Scanner teilen dir mit, lieber Horatius, dass das andere Schiff seine Waffensysteme hochfährt und euch ins Zielvisier genommen hat. Ich würde jetzt gerne unsere Schilde hochfahren, aber ich fürchte, wir haben keine, oder? Was? Ja, genau. Ihr seid eine Raumjacht. Ihr seid kein Schlachtschiff. So gerne aktiviere ich den Neutronenscanner. Neutrinoscanner, verzeihung. Ja, mach mal deinen Neutronenscanner an, das wird immer besser. Ja. Euch. Ich glaube, mit dem Ding sollten wir uns nicht anlegen. Baroness, Sie haben Ihre Waffen scharf gemacht. Wie, die haben Ihre Waffen scharf gemacht? Warum machen die denn Ihre Waffen scharf? Also ich lasse das, während ich plapper, läuft das alles mit, dass Sie es hören können. Parsival, ich habe ihn zu Gin eingeladen. Meinst du, er mag keinen Gin? Ich vermute, das gibt da ein Missverständnis mit dem Raumboot. Ach so, das Raumboot. Das haben wir doch nur mitgenommen, damit das nicht untergeht, zusammen mit der Pyramide. Ja. Und mit diesen armen Seelen, die jetzt dort unten begraben sind. Ob er Whisky mag, wollen wir ihm vielleicht Whisky anbieten? Ich weiß nicht, ob wir genug Whisky an Bord haben. Oder Scotch? Scotch könnten wir haben. Sie? Oh, das hat er gesendet. Oh, das ist ja an. Oh. Möchten Sie Scotch vielleicht haben, Sir, da drüben auf diesem, was ist das? Parsi. Machen Sie sich fertig, um geändert zu werden. Jede Form von Widerstand wird mit sofort gegeben. Ich glaube, das soll heißen, er möchte rüberkommen. Oh, das ist schön, dass Sie an Bord kommen. Wir freuen uns auf Sie. Die Verbindung wurde schon getrennt. Ja, blöd, Mann. Du darfst mal bitte einen Wurf ablegen. Und zwar bekommst du einen Bonus, wenn deine Intelligenz mindestens 7 ist. Ich wollte nur drauf rumreiten. Ja, nee. Was hast du gewürfelt? Eine 2. Eine 2? Plus halt Intelligenz 6, aber eine 2 gewürfelt. Nein, nicht plus. Du kriegst ja nur einen Bonus von 1. Nein. Also 2 ist wirklich direkt so.
Ja. Du hast dich die ganze Zeit gefragt, warum du nichts hörst, während da irgendwas passiert und die irgendwas machen. In dem Moment, als du das zum dritten Mal brüllst und dir keiner zuhört, realisierst du, dass du im Gegensatz zu allen anderen immer noch den Helm von deinem Raumanzug anhast. Okay, schlecht. Baroness, ja. Sollen wir die Gäste mit einer Flasche Scotch bzw. Gin begrüßen oder sollen wir unsere Waffen fertig machen? Wir werden friedlich bleiben. Wir haben sowieso keine Chancen, mein Lieber. Wovon redet ihr eigentlich? Ich weiß, du heißt Sporn, kannst es nicht erwarten, wieder Blut fließen zu lassen. Aber wir sollten uns in den Salon zurückziehen und jetzt fehlt mir James. Schepperkrachbumm! Oi, was ist hier los? Von der Tür... Wir werden geentert. Nein. Von der Tür neben der Brücke, die in das Captains Quartier führt. Das ist ein Nebenraum, das könnte mein Captains Quartier gewesen sein. Es ist in diesem Fall aber eine Art von Subbar für die Baroness direkt neben der Brücke. Nur für alle Fälle, falls sie es nicht mehr schafft, bis zurück in die Hauptbar. Klar. Irgendwas ist da umgefallen, irgendwas ist zerklirrt auf dem Boden, gescheppert, irgendwas ist da passiert. Der Scotch! Ich gehe. Ja, ihr seid alle in dem Raum, inklusive der Inge. Und sonst ist niemand an Bord. Inge, mein Liebling, würdest du dich bereit machen, falls die Männer böse werden, sie zu eliminieren? Könntest du das für uns tun, meine Liebe? Sehr gerne. Von Widerstand rate ich allerdings ab. Wir werden keinen Widerstand leisten, aber wenn sie versuchen, uns zu eliminieren, dann solltest du sie eliminieren. Können wir uns darauf einigen? Das sehr gerne. Raumschiff ist inzwischen auf halbem Weg zu uns. Ich mag ihn. Ich öffne die Tür zur Nebenbar. Ja, du öffnest die Tür zur Nebenbar und siehst dort zwischen einigen Flaschen Auswahl interessantester Spirituosen einen etwas abgerissen aussehenden Mann sitzen, mit recht wuschelig, leicht wirren Haaren, der ein bisschen pikiert neben sich guckt und sich eine andere Flasche aus der Gesamtzahl der dort umstehenden Spirituosen rausnimmt. Und guten aufschaut. Abend. Ja. Und einen Schluck daraus nimmt. Guten Abend. Willkommen an Bord der Centurion. Baroness, wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast? Nun, ich vermute, dass er ebenfalls Teil der Crew ihres Neffen war. Das glaube ich nicht. Pacey? Ja? Was ist denn hier überhaupt los? Ich habe nichts mitgekriegt. Ich hatte doch diesen doofen Helm auf. Wir werden gleich geentert von dem Schlachtschiff da drüben, was gerne sein Beiboot haben möchte. Und wir haben einen blinden Passagier in der Nebenbar. Schlachtschiff? Ja, das große Ding da vorne. Ma'am, ich glaube, wir sollten... ich bin ja... Nein, kein Widerstand. Ich habe so ein Ding mal ein Raumschiff pulverisieren sehen. Das ist kein Scherz. Aber umbringen lassen möchte ich mich auch nicht. Also von daher, Inge hat konkrete Anweisungen bekommen. Wenn die zuerst irgendwelchen Unsinn machen, dann macht Inge Unsinn. Baroness, wir haben nur noch wenige Sekunden Zeit, bis Sie an Bord kommen. Wollen Sie erst sich um diesen blinden Passagier kümmern oder sollen wir die Tür einfach zumachen? Wir machen die Tür einfach zu. Dann stell dich mir so vor die Tür. Also, von dir, lieber Werner, geht die Tür wieder zu. Sie lassen dich allein mit dem Rest der Alkoholiker. Kann es was Besseres geben? Ich mache die Tür nochmal auf, nehme eine Flasche Scotch und mache die Tür wieder zu. Wir sollten die Gäste im Salon empfangen. Sehr wohl. Jawohl. Soll ich mitkommen oder ihn bewachen? Nein. Der verriegelt die Tür einfach und dann. Okay. Lass mich das lieber machen. Ja, okay. Ich verriegel die Tür. Sehr schön. Baroness, soll ich den blinden Passagier eliminieren? Nein, aber vielleicht scannst du ihn einmal nach Waffen und allem Möglichen. Das wäre sehr... Keine Neutrinos gefunden. Zwei Jo, Inge. 3 Promille. Jo, Inge, musst du das nicht normal mit dem Tentakel machen?
Dieses komische Saugrüssel-Ding da. Ja, genau, mein Tentakel fährt durch den Türschlitz. Ich kann die Tür auch nochmal entriegeln, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir gehen jetzt in den Salon. Ja. Das andere Schiff, der Schlachtkreuzer, geht dann auch längsseits zu euch und fährt so eine Außenbrücke aus. Wir machen hier natürlich die Luftschleuse. Tür auf. Die brauchen sie nicht eintreten. Das gute Schiff. Ja. Eben, das gute Schiff und sowas ist teuer. Also, ich meine, ich hab's ja, aber man muss ja nicht das Geld zum Fenster rauswerfen. Percy, machst du den Gin? Ich mach den Scotch. Ach, ich ja, Gin, ich mach den Scotch. Ich nehme ein Glas von beidem. Ich weiß. Ihr steht in der Luftschleuse. Das ist übrigens nicht der Salon. Oder wollt ihr hinter der Luftschleuse wir dann... Wir gehen in den Salon, oder? Ja, also einer sollte die Gäste in Empfang nehmen. Hm. Okay, wer ist denn jetzt wo? Also der Einzige, von dem ich sicher weiß, wo er ist, ist der Werner. Im Moment, den habt ihr nämlich in der Gin-Bar eingeschlossen. Dann müssen wir jetzt irgendwie Schere, Stein, Spatier spielen, wer die Gäste in Empfang nimmt und wer der Bar die Drinks mixt. Also bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass ich den zuerst entgegentreten sollte und mein Verhandlungsgeschick ist nicht groß. Hm, gut, damit machst du die Drinks und ich stehe an der Tür. Ich sitze auf dem Sofa im Salon und warte auf meine Gäste. Gut. Ich mache also, Getränke. Ich bin ja Scout, ausgebildeter Scout und habe auch Kommunikation auf 1. Ich denke also, ich weiß, wie ich mit im Zweifelsfall zumindest milde, feindselig eingestellten Leuten umzugehen habe, um erstmal mit ihnen in eine Verhandlung einzutreten. Ja, du weißt zumindest, dass Waffenziehen keine gute Idee ist und solche Sachen, ja. Hm? Ist bei mir eh schwierig, wenn ich Daisy ziehe, dann ist es sehr auffällig. Und das Lasergewehr. Gut, du stehst in diesem Eingangsbereich und siehst, dass drei Leute rüberkommen. Mhm. Der vorderste ist recht eindeutig ein Offizier und die anderen beiden würdest du als Raumgardisten einordnen. Mhm. Wir haben jetzt keine imperialen Insignien, sondern was du siehst, ist auch wieder ist eine Söldneruniform. Mhm. Ja. Ja, sobald der Druckausgleich gemacht ist zu dem Schlauch, werde ich die Tür öffnen. Sie sind Horatius Almack, Scout. Was machen Sie mit unserem Beiboot? Wir haben es von dem Planeten geborgen, um es vor Schäden durch das Einstürzen der Gebäude zu sichern. Einstürzen der Gebäude? Mhm. Ja, da unten waren Gebäude, die... Wer ist der Kapitän dieses Schiffs? Baroness von Windsor. Mhm. Danke, wenn Sie mich begleiten, ich gerne mit der Baroness reden. Ja, ich... wenn Sie mich begleiten möchten und gehe voraus. So, die beiden Raumgardisten heben ihre Waffen, legen auch auf dich an. Sie sind bewaffnet? Ich gehe davon aus, dass die Seitenwaffe wahrscheinlich bei dem Raumanzug war, also bei diesem Schutzanzug war, von daher jetzt nicht. Gut. Wir sind für gewöhnlich an Bord nicht bewaffnet. Umso besser. Ja, vorwärts. Machen Sie den ganzen Tag Zeit. Tür hinter euch zu. Wir wollen ja nicht den ganzen Weltraum heizen. Macht einer von den Raumgardisten die Tür zu? Nein. Naja, dann mache ich ein unglückliches Gesicht und gehe dann voraus. Gut. Sie kommen dann in den Salon, also die Hauptbar. Ja, Baroness von Windsor. Deutet eine Verbeugung an. Gäste, ich greife nach meinem Stock und versuche mich zu erheben von dem Sitz. Leider war der Herr nicht höflich genug, mir seinen Namen zu nennen. Ach,
Es kann doch niemals genug Gäste geben. Ein Scotch oder einen Gin? Danke. Deine Adresse. Erstoffizier Griffin. Wo ist unser Raumboot? Wo sind unsere Männer? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich habe mich doch schon vorgestellt. Ich bin die Baroness Millicent von Windsor. Ich wollte die Pyramiden erkunden. Was für Pyramiden? Die Pyramiden auf dem Planeten dort unten, die es gab, bevor sie eingestürzt sind, weshalb wir ihr Raumboot gerettet haben. Ah ja, okay, gut, das ist mir völlig egal. Sich zu bedanken. Ich möchte wissen, wo unser Raumboot ist. In unserem Hangar. Im Frachtraum. Sehr gut. Also er spricht in seinen Sprechfunk. Mhm. Wir schicken jemanden, der es abholen wird. Kann man von unserem Kofferraum quasi aus starten, oder? Ja, du kannst das schon, weil ihr habt das ja außen dran gehabt. Ihr habt das ja nicht mit... Wir haben es nicht reingepackt, sondern es außen angeklickt. Ja, gut, okay, dann ist kein Problem. So. Sie haben was von Pyramiden erzählt. Was ist mit unseren Männern passiert? Halten Sie sich bitte kurz. Wir haben keine anderen Leute getroffen. Was für Männer denn? Als wir hochkamen, war da dieses, wie heißt das Ding? Horatio. Raumboot. Das Raumboot, ja, ganz verlassen. Mach mal bitte eine Probe. Hast du irgendwas wie Geselligkeit? Natürlich habe ich das. Was denn sonst? Hast du irgendwas wie aktives Lügen als Fähigkeit? Bestechung habe ich. Nee, zur Not besteche ich diesen Knaben. Ja, ist klar. Eine 8. Dieses Unendlichkeitssymbol ist doch eine 6, oder? Ja. Eine 8. Ich kann Ihnen Fotos von den Pyramiden zeigen, von unseren Schiffskameras. Das interessiert mich eigentlich nicht. Wir vermissen Leute. Zum einen unseren Klienten. Zum anderen das Personal, was er mitgenommen hat. 2 Leute. Außeneinsatz. Und des Weiteren einen Gefangenen. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn Sie nach uns in die Pyramide gegangen sind und nicht rechtzeitig während des Einstürzens diese verlassen konnten, dann wird das nichts. Es hat alles ganz furchtbar gebebt plötzlich. Ich bin mir nicht sicher, wie das passiert ist. Einen Moment lang war noch alles in Ordnung und dann plötzlich vibrierte die Erde. Und alles Frau Baroness, noch zusammen. Beruhigen Sie sich. Wir werden das Schiff durchsuchen. Wir sind Runde. Ich bin sofort wieder da. Sie bleiben alle hier. Moment mal. Wer geht raus. Madame, wenn ich das anmerken darf, ich habe die Vermutung, dass der Gast in unserem Getränkeschrank der gesuchte Gefangene ist. Der Captain. Okay, jetzt nur Situationsbeschreibung. Der Gefangene im Getränkeschrank, ja, sitzt da und säuft gerade eure Ginvorräte leer. Ihr sitzt in diesem Raum, die Baroness zusammen mit ihren 2 Leuten und der Inge. Und den 2 Raumgardisten, die nicht den Raum verlassen haben. Ja, aber ich fürchte, dass Inge wahrscheinlich das nicht realisiert. So, und du, also ihr seht auch alle, wie die 2 sich gerade angucken. Ich hau so gegen diesen komischen Apparaten. Das hat schon wieder eine Fehlfunktion, das Ding. Okay, du haust gegen diese 1 Meter durchmessende große Chromkugel. Ja, okay, alles klar. Ich bin ja mit Computern richtig gut, deswegen hau ich da dagegen. Das tut dir auch wirklich weh. Ah! Was ist mit dem Ding schon wieder los? Keine Neutrinos gemessen. Ich fürchte, dass Inge noch nicht mit ihrer neuen Hardware in einem entsprechenden Symbiose ist. Mhm. Möchte irgendjemand von euch was machen? Weil der eine von den Raumgardisten dreht sich gerade zur Seite und Junger Mann, möchten Sie einen Scotch? Nein? Warum denn nicht?
Officer Griffin? Officer Griffin, hören Sie mich? Hallo? Junger Mann? Ich bin beschäftigt. Nein, kommen Sie mal her. Setzen Sie sich doch mal. Officer Griffin? Angeblich gibt es hier wohl einen Gefangenen an Bord. Hallo? Hallo? Da haben Sie was. Irgendwas stört die Übertragung hier. Junger Mann. Er geht raus. Da steht immer noch ein Gardistan. Da steht immer noch einer. Genau. Hallo, junger Mann. Das hier ist immer noch mein Schiff. Nur mal kurz, Markus, auf Play gefragt, ist das in irgendeiner Form rechtlich völlig in Ordnung, was die tun, oder ist es einfach nur Might Makes Right? Das ist gerade, wer hat das größere Schiff und mehr Waffen? Mhm. Wir haben euch ja keine offiziellen Insignien oder irgendwas gezeigt. Mhm. Denken wir das gleiche, Horatio? Ja. Okay, dann bin ich ja sehr beruhigt. Ich gehe dem Menschen mal hinterher. Welchem? Der den Raum verlassen hat. Also der Letzte. Ja. Mhm. Der ist gerade schnurstracks wieder auf dem Weg zurück zur Luftschleuse. Mhm. Inge? Ja? Es wäre gut, wenn du voll funktionsfähig wärst. Weißt du noch, worüber wir gesprochen haben, mein Schatz? Natürlich. Möchten Sie, dass ich beginne? Es waren auf dem Weg 3 Fettnäpfchen. Ihr habt es geschafft und habt 4 davon genommen. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Nicht schlecht. Also, ich brauche heute Abend noch keine Spieler der Willküren mehr. Das macht die Gruppe ganz von alleine. Gut, Werner, bei dir. Du hast inzwischen ausprobiert und du musst zugeben, du hast schon seit vielen Jahren, was auch daran liegt, dass du seit einigen Jahren keinen echten Job mehr hattest und sowas und sowieso große Erinnerungslücken, aber das ist echter guter Stoff. Der hier so rumsteht? Mhm. Richtig gut. Richtig gut. Ja. Du hast mitbekommen, irgendwas ist passiert draußen. Also das Schiff hat gewackelt, was nur eigentlich sein kann, entweder durch einen Atmosphäreneintritt in der Form, aber dafür warst du kurz, oder weil hier irgendwas angedockt hat ans Schiff. Ja, da musste ich nochmal einen Schluck nehmen. Ja, absolut. Also du hast die reichhaltige Auswahl. Also das heißt, solange du Hochprozentiges suchst, wirst du ja fündig. Es gibt leider Gottes nichts, was irgendwie im Bereich unter 20% angesiedelt wäre. Doch, Soda. Oh, und Tonic. Ja, okay. Also außer das für die Mischgetränke. Für die passenden Mischgetränke. Du hörst auch so entfernt durch die Türen Geräusche und Stimmen. Allerdings jetzt nichts, was irgendwie auf Kampf oder sowas hindeuten würde. Aber es ist was los auf dem Schiff, könnte man sagen. Also irgendwie scheint hier gerade Betrieb zu herrschen. Und da fällt dir auch wieder ein, da war was mit das andere Schiff. Du warst jetzt ein paar Wochen, also mehrere Monate, es könnten auch Jahre, vielleicht Jahrzehnte, du bist dir nicht ganz sicher gewesen sein, dass du auf diesem anderen Schiff eingesperrt warst, wo du verhört wurdest von diesem komischen, geckenhaften Adeligen, der die ganze Zeit was über diese alte Pyramide von dir wissen wollte. Ich klopf erstmal ganz zaghaft ein SOS gegen die Tür. Ja, sehr schön. Gut. Das ist eine super Idee. Ja, SOS. Inge, du hörst aus dem, von der Brücke, da ist ja, hast mit Abstand das beste auditive System dieser Gruppe. Und du könntest Neutrinos hören. hörst du jemanden klopfen? Nach kurzer Zeit fällt dir auf, das müssen Morsezeichen sein. SOS, 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 SOS.
Interessant. Baroness, ich vernehme ein SOS-Signal aus Richtung der Brücke. Was? Das wird unser nicht? Gast sein. Du bist nicht da. Du bist hinterher. Das ist hinterher. Der Raumgeist, der da gerade alarmiert wurde oder alarmiert so, ne? Der andere. Genau, der andere, der da guckt gerade, als sie Inge wieder redet, ist der andere Raumgardist, der seine Waffe bereit macht und Richtung der Tür zur Brücke geht. Junger Mann, vielleicht hören Sie mir ja zu. Ihr Kollege wollte mir nicht zuhören. Öffnet die Tür. Immer diese Söldner, die kein Geld verdienen wollen. Es ist ganz furchtbar in dieser Welt. Geld? Endlich habe ich Ihr Gehör. Kommen Sie doch rein, nehmen Sie einen Scotch und lassen Sie uns mal kurz plaudern. Wenn ihr mich entschuldigt, ich gehe mal einen abseilen. Macht ich verlasse das, den Raum. Mein lieber Reizdarm. Er hat einen Reizdarm. Wollen Sie mich begleiten? Nein, er bleibt bei mir. Oder kann ich? Es ist dringlich. Hören Sie, junger Mann. Ich würfel mal ganz kurz für den Raumgardist, was der war. Weil das ist ein dermaßen wahlloses Allerlei. Er guckt euch beide an, zuckt mit den Schultern, geht wieder Richtung Brücke. Geld. Tap, tap, tap. Ich laufe hinterher halt. Wo ist denn der Horatio? Sehe ich den auf dem Weg? Nein, der eine ist Richtung Brücke. Der ist da vorne. Horatio ist dem anderen hinterher Richtung der Luftschleuse. Jetzt wechseln wir auch mal zurück in die Luftschleuse. Was machst du denn da? Willst du den einholen? Willst du dem hinterherlaufen? Möchtest du dem auf den Schlachtkreuzer folgen? Ich möchte eigentlich nur gucken, wo der hin will. Also was der plant, was der macht, der bei uns auf dem Schiff rumläuft. Der geht wieder zur Luftschleuse und rüber auf den Schlachtkreuzer. Gut, dann mache ich die Tür zu. Jo, du kommst zurück in den Hauptraum. Da sind inzwischen nur noch die Inge und die Baroness. Ah, Inge, kannst du mir bitte eine Funkverbindung zu der Siedlung auf dem Planeten machen? Ist es möglich von meiner Position aus? Ja, dafür müsstest du erstmal den Funkstörer ausmachen, der an ist die ganze Zeit. Also deiner. Meiner? Gerne. Ja, dann... Kommunikationsstörung. Sehr gerne. Einen Moment. Und dann würde ich mich in meinem neuronalen Netz einwählen. Sehr schön. Also, inzwischen auf der Brücke. Der Raumgardist hat die Brücke inzwischen betreten. Und du kommst gerade hinterher, als der Raumgardist Richtung der Seitentür geht, von der die ganze Zeit noch... Irgendjemand gegen die hintere Tür klopft und der geht langsam auf die Tür zu. Also ich habe die mit einem Code gesichert. Da wird er nichts mehr ausrichten können, wenn er da drauf drückt. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn ich die Tür verriegeln soll, wenn man die einfach mit einem Knopfdruck öffnen kann. Er drückt drauf und stellt fest, dass sie sich nicht öffnet. Tü-tü. Dreht sich zu dir um. Aufmachen. Ich weiß nicht wie. Da müssen Sie den Schlauen von uns beiden fragen. Soll ich mit Ihnen kommen? Los, vorwärts. Geh ich mit. Also zurück. Ihr kommt wieder zurück in den Salon. Also, der Raumgardist zusammen mit eurem, mit deinem Leibwächter, werte Baroness. Wobei der Raumgardist dem eurem Leibwächter mit der Waffe bedroht. Warum sind Sie denn so unfreundlich? Ich wollte Ihnen Geld hinterher schmeißen und Sie bedrohen meine Leute. Das ist nicht fair. Aus dem Hintergrund klopft es immer noch. Inge, stell bitte das Klopfen ab. Ein Moment. Das ist jetzt gefährlich ausgedrückt. Das fällt mir nach einer Sekunde auch ein. Und ich sage... nicht so. Weil ich will nicht eliminieren sagen, wo der... Ach, Inge, vergiss es. Haben wir in der Zwischenzeit eine Funkverbindung? Laser deaktiviert. Sehr gut, Markus. Inge.
Ihr habt da inzwischen eine Funkverbindung. Willst du jetzt erstmal funken, während da der... Ich wollte, während der noch irgendwie auf der Weg zur Brücke und zurück ist, gerne eine Behörde anfunken und sagen, dass wir hier von einem Söldnerschiff aufgebracht werden und wissen möchte, ob das in irgendeiner Form bekannt ist. Und dann den Kanal offen lassen, dass alles weiter... Also gerade ist der Kanal offen. Mhm. Ja, die zwei kommen gerade wieder rein. Mhm. Also du hast ihn jetzt geöffnet, du hast noch nicht mit denen gesprochen. Ja. Hallo? Dann werde ich das jetzt tun. Ja, hallo, ist das der Tower, wie heißt der Planet hier? Jorbund. Ist das Tower Jorbund? Ach, ja, Jorbund hier, hallo. Ja, wir sind hier über dem, ich nenne die Raumkoordinaten, Komplex und... ja, zur Landung freigegeben, kein Verkehr, wir können runterkommen. Das ist nicht ganz richtig. Hier ist ein Raumkreuzer und ein Schlachtschiff, der... Was für eine Klasse war es? Inuir. Hm? Ein Inuir. Schlachtschiff der Inuir-Klasse. Inuir. Das, Inuir. Inuir-Klasse, das uns hier bedroht. Oh, ist das so? Ja. Vielleicht ist Ihnen das ja bekannt. Möglicherweise gibt es ja irgendwelche... Ja, dann nicht landen. Nicht landen. Offiziellen... Ja, wir haben nichts mitbekommen. Raumübungen. Dankeschön. Du bist nur bedingt überrascht. Also so Sachen wie, oder ist ein Schlachtkreuzer, ist wahrscheinlich für die ein sicheres Signal für. Egal, was da los ist, wir mischen uns nicht ein. Okay, das wäre eine Information, die hätte ich gern vorher gehabt, weil ich das möglicherweise als Scout weiß, weil ich war jetzt davon ausgegangen, dass es in einem Imperium dann doch irgendwelche... Nicht zwingend auf den Kleinplaneten, also nicht zwingend auf den Außendingern dann dabei. Aber die Möglichkeit war durchaus da, hängt davon ab, wie sehr die angebunden sind. Darüber warst du dir auch tatsächlich bis hierhin nicht im Klaren. Mhm. Gut, zumindest ist es jetzt protokolliert. Hinter euch geht die Tür auf und der Offizier kommt wieder rein. Okay. Haben Sie jetzt die Raumschifftür aufgeschweißt? Die von der Luftschleuse? Ja. Die hattest du verriegelt oder wie? Ja, klar. Dann ist die jetzt offen, ja. Dann haben sie die in der Zwischenzeit zerstört. Mhm. Ich melde äußere Schäden am Raumschiff. Ja, protokollieren. Sie haben also einen Gefangenen an Bord? Nein, wir haben keinen Gefangenen an Bord. Jetzt ist mal Schluss. Das hier ist immer noch mein Schiff. Verdammte Axt. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Setzen Sie sich gefälligst, Sie Pflegel. Du darfst mal würfeln. Du kriegst einen Bonus von +1 für deinen Sozialstatus. Sagt mal, Leute, haben wir noch sowas wie eine Gruppen-irgendwas? Chat. Ich hab doch einen Spieler-Reroll, ja? Ja, dann setz ihn ein. Dann haben wir jetzt keinen Spieler-Reroll mehr. Oh Gott, das macht es ja nur bedingt besser. Also, es ist ein Punkt mehr. Mhm. Es ist keine 3 mehr. Es ist eine 4. Tja. Gut. Also, wer wäre dann mal so nett und mir mitzuteilen, wer hier jetzt von Ihnen gefangen gehalten wird? Niemand wird hier gefangen gehalten. Sie hören einfach nicht zu. Ihre Männer sind da unten auf dem Planeten gestorben. Ihr Auftraggeber ist tot. Sie werden kein Geld sehen. Außer Sie stellen sich mit mir gut, verdammte Axt. Und dass Sie meine Tür geöffnet haben, mit Gewalt, ist kein guter Einstieg, junger Mann. Unsere Männer sind also tot. Unser Auftraggeber ist die tot. Die Pyramiden sind eingestürzt. Ich gehe davon aus, dass sie tot sind. Aber Sie können gerne suchen. Wir können Ihnen unsere Schutzanzüge zur Verfügung stellen. Das wäre natürlich auch eine Alternative. Dann fliegen wir schon mal heim. Wie gedenken Sie denn, für den uns entstandenen Schaden aufzukommen?
Wie veranschlagen Sie denn den entstandenen Schaden? Machen Sie es doch nicht so kompliziert, junger Mann, oder machen Sie das zum ersten Mal? Das sind 100.000 Credits pro unserer Gardisten. Das inkludiert selbstverständlich sämtliche Pensionszahlungen für Hinterbliebene. Plus die Schäden, die uns durch die Ausrüstung entgangen sind. Und Schätzchen. Plus der Tatsache, dass wir einen Gefangenen verloren haben, den wir eigentlich wieder zurückeskortieren sollten. Schätzchen, machen Sie es sich. Es entstehen doch keinerlei Kosten für unseren Auftraggeber. Der hatte keine entsprechende Versicherung abgeschlossen. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. 100.000. Ihr läppisches Leben ist doch keine 50 wert und Sie sind hier der Obermufti. »300.000 Gesamtsumme. Mein letztes Wort.« »300.000, mein Lieber. Dafür muss eine alte Lady wie ich lange stricken.« »Okay, wir einigen uns auf 300.000.« »Er hat 200.000 gesagt.« »Ich will mal auf Bestechung würfeln.« »Du willst sie damit bestechen, mehr zu zahlen. Okay, das mag er. Du kriegst einen sehr hohen Bonus.« »Das ist halt, weil sie es kann, gibt sie einfach 300.000.« Nein, ich kann erfolgreich vermelden, dass wir einen Reroll für die Gruppe erhalten haben und ebenso eine Spielerwillkür. Yeah! Wir erschießen ihn einfach. Nein. Spielerwillkür ist toll. Ich bin kurz davor, Inge einzusetzen und diesen Typi. Ich glaube, das ist der einzige Druck. Sind Sie hier der Boss oder haben Sie noch einen Boss? Wenn Sie damit meinen, ob ich als erster Offizier dieses Schiff befehlige, nein. Ich bin nur zuständig für die Mannschaftsgrade. Warum machen Sie uns das Leben denn so schwer? Wir müssen gucken, dass wir auf unsere Kosten kommen. Das Leben ist teuer. Als ich das nächste Mal Söldner angeheuert habe, da waren Sie günstiger. Dann haben Sie keine guten Söldner angeheuert. Wenn Ihre Söldner gut wären, dann wären Sie jetzt nicht tot. Ist das so? Ich mit meinem Rollator hatte genug Zeit, die einstürzenden Pyramiden zu verlassen. Da werden doch so ein paar flotte Leutchen wie Sie. Es hinausschaffen, oder? Also, wir hatten uns auf 300.000 geeinigt, richtig? Nein. Wovon träumen Sie denn nachts? 100.000. Würfel doch bitte einfach mal auf. Lass mal gucken. Da gibt es bestimmt was Passendes, aber ich denke nicht, dass. Das nennt sich bestechen. Ja, naja, bestechen, dann müsstest du ihn direkt bestechen. Das hilft nicht. Zitat: Chat, du hast eine Spielleiterwillkür bekommen, Markus, aber mit der Anmerkung: Spielleiter lässt Inge Amok laufen. Oh nein. Kurz das möchte ich mir für einen besonderen Moment aufheben. Ich bin dafür, dass du die einsetzt, Baby. Ja, klar. Ist schon, damit du es nicht tun musst. Ich sehe den Punkt durchaus. Würfel doch bitte einfach mal. Du kriegst einen Bonus von plus 1 wiederum für deinen Sozialstatus. 5. Wir waren bei 200.000. Wenn ich mir Ihr Raumschiff so ansehe, sollte das auch für Sie kein Problem darstellen. Vielleicht habe ich alles in dieses Raumschiff gesteckt, was ich habe. Also tatsächlich besitzt du durchaus noch Geld, so ist das nicht. Ja, 200.000 Credits, richtig. Ja, das ist halt das, was du mitgenommen hast. Ja. Das ist das, was hier steht bei dem, was ich habe. Ja. Aha, du hast mehr. Du hast ja noch ein Anwesen und sowas. Das ist dein Taschengeld. Ja. Das ist ja nicht euer Geld, ne? Hauptsache ich bin das. So viel Geld kann ich nur träumen. Ne, wobei, ich hab nix. Was? Ich fürchte, das kann ich leider nicht machen. Inge, eliminieren. Ehemann, du kennst mich seit 20 Jahren. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Was glaubst du, was ich tue? Zahl die 200.000. Inge, was ja. Ist? Ja, ich gehorche. Was bleibt mir anderes übrig? Okay,
Tat. Möglicherweise können wir in dem Moment, in dem Inge die Wumme ausfährt und auf seinen Kopf richtet, nochmal die Verhandlungen neu anstarten. Ja, aber sie hat nicht gesagt, Inge bedrohen, sondern Inge eliminieren. Also, ich gebe dir eine Chance. Wenn du es schaffst, mit 2 Würfeln eine 12 zu würfeln, ohne irgendeinen Bonus, dann bist du schnell genug dazu, noch irgendwas zu sagen, bevor Inge das einfach tut. Jan? Ach, ich? Ja. Ja, klar. Du redest locker. Nicht erst mit der Baroness mit Tuma Folgendes oder sowas, ja? Neun. Okay, sehr schön. Also, in dieser Szene gibt es einen ganz kurzen Cut. Nachdem man sieht nur noch, wie Inge und dann ist der Bildschirm schwarz. Wir sehen eine Szene an Bord des Raumschiffes in dem großen Salon. Dort sitzen die Baroness, der Raumpirat, der Scout und der inzwischen reichlich angetrunkene seltsame Mann aus der kleinen Nebenbar. Wir sitzen da zusammen mit einer Inge, aus der es noch an manchen Stellen so ein bisschen dampft. So. Ja, und das geht euch gerade durch den Kopf, dass ihr echt froh drüber seid, dass ihr Inge dazu bringen konntet, aufzuhören, durch das andere Schiff zu marodieren und dort alles über den Haufen zu schießen, was sie gefunden hat, und sie dazu zu bringen, wieder zurückzukommen, sodass ihr einfach wegfliegen konntet. Das andere Schiff hat euch auch nicht verfolgt. Das mag daran gelegen haben, dass Inge, als sie da drüben durchs Schiff marodiert ist, auch den einen oder anderen Konverterblock mit zerschmolzen hat mit ihren Plasmawaffen. Baroness, ich konnte den Auftrag leider nicht vollständig erfüllen. Ich habe keine Neutrino-Quelle gefunden. Markus, war das jetzt die Spielleiter-Willkür? Das war die Spielleiter-Willkür! Stell dich darauf, bestehe ich. Und es war die Spielleiter-Willkür, das ist richtig, weil das war schließlich die Anweise, wie ihr gemarodiert habt. Das muss man schon zugeben. Okay. Ja, ihr sitzt da und der Mann, den ihr da befreit habt aus dem Nebenraum, guckt euch alle so ein bisschen so eine Mischung aus. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Und so einer interessanten Lockerheit, die ihr ausstrahlt, an. Was habt ihr jetzt gemacht? Wir? Gar nichts. Scott? Ja, das weiß ich selbst nicht so genau. Aber möchten Sie einen Gin? Ich hatte gerade schon einen. Jetzt wäre ein Whisky recht. Ich hole einen. Das ist super. Ich nehme auch einen auf den Schreck. Sehr wohl. Also es tut mir leid, wir wollten das Ganze ja sehr zivilisiert lösen, aber irgendwie ließ es sich nicht zivilisiert lösen. Ich hab ja SOS geklopft in der Hoffnung, dass mir einer die Tür öffnet. Ich hätte dann schon mit der einen oder anderen Flasche um mich geworfen und die Situation bereinigt. Das wäre eine sehr zivilisierte Art und Weise gewesen, damit umzugehen. Ich hab's mit Geld probiert, aber die konnten den Hals nicht voll genug bekommen und ich hab's ja auch nicht zu verschenken. Man hätte sie abfüllen können. Es ist genug an Vorräten da. Ich sagte doch gerade, ich habe nichts zu verschenken. Mal ein Gläschen hier und da. Also für Sie gilt das nicht. Sie sind mein Gast. Trinken Sie so viel Sie wollen. Aber diese Barbaren da, nein. Hat der Gast eigentlich einen Namen? Ich heiße André. Na, dann herzlich willkommen, André. Wollt ihr noch mehr wissen? Ich weiß nämlich nichts. Ich habe alles vergessen. André. Ach, das geht mir auch so. Das ist das Alter. Oi, kennst du einen André? Diverse, ja. Der heißt André. Ihr dürft allesamt mal würfeln. Ihr kriegt einen Bonus, wenn ihr eine Bildung, also außer du, Werner, weil du weißt immer, dass du André heißt. Aber die anderen drei dürfen mal würfeln. Ihr kriegt einen Bonus, wenn ihr eine Bildung von höher als 8 habt, kriegt ihr einen Bonus von +1. Wenn ihr eine Intelligenz von höher als 1 habt, kriegt ihr einen Bonus von +1. Wenn man einen Raumpiraten spielt, kriegt man Scheiß. Du hast gerade gesagt, Intelligenz höher als 1.
8. Ich hab gedacht, ich hab endlich mal einen Bonus. Bedeutet das 8 oder höher? 8 oder höher. Okay. Ja, nee. Ich habe eine 9. Ich habe eine 7. Ich habe auch eine 7. Hm, ja, okay. Also, dir, Horatius, fällt ein, André, den Namen hattest du schon mal. Über den hatte dir der Kapitän, der dieses Tagebuch geschrieben hatte, das euch zu dem Planeten geführt hat, der hieß auch André. Heißt ihr zufällig Ludokovic mit Nachnamen? Seid ihr mit dem Teufel im Bunde? Nicht, dass ich wüsste. Ja, zufällig. Ja, möglicherweise ist das gar kein Zufall. Also, Sie haben dieses Buch geschrieben. Ich kam das mal aus meiner Tasche raus und gib es ihm. Also, du erkennst das auch wieder. Es ist ein Buch, von dem du dich erinnern kannst, dass du da drin geschrieben hast. Und dir gehen auch wieder so Szenen durch den Kopf. Die sind allerdings recht wirr. Und vieles davon macht dir auch wirklich Angst. Das hat wieder was mit dieser komischen Pyramide zu tun, wo du auch nie wieder hin willst. Das Bordbuch? Oder was ist das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber vielleicht könnt ihr etwas schreiben. Ich lege mir mal einen Zettel und einen Stift hin. Ja, vor dir liegen Zettel und Stifte. Kein Scheiß. Irgendwas. Oder an die Freude. Das schreibe ich nicht. Hallo. Wer das liest, ist dumm. Ja, also ihr sitzt da ein bisschen noch zusammen. Er guckt ein bisschen verwirrt auf dieses Blatt, was er damit genau soll. Oder an die Freude scheint nicht seine Lieblingspassage zu sein. Es fließt noch ein bisschen Alkohol. Ja, dann schreib doch, ich lese wahllos die Namen auf den Etiketten vor. Lathroig. Ich bin schon älter. Bill Winnie. Wet 69. Whatever. White Horse. Ja. Egal, okay, wenn er es schreibt, kann ich nämlich einen Schriftvergleich machen, ob die Schrift dieselbe ist. Gut. Ja, möchtest du dann irgendwas aufschreiben? Möchtest du ihm den Gefallen tun und irgendwas auf diesen Zettel kritzeln, Werner? Ja, natürlich. Die genannten Whisky-Marken schreibe ich auf. Du stellst fest, er kennt eine ganze Menge Whisky-Marken. Also bis er dir den Zettel wiedergibt, ist er eine Weile am Schreiben. Das ist okay, dann haben wir ein gutes Schriftbild. A, hast du ein gutes Schriftbild und B, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass er wirklich ein Captain ist. Also er kennt sich mit Alkoholiker eindeutig aus. Das ist immer ein gutes Zeichen für einen guten Kapitän, Raumkapitän. Und nachdem du da einen genauen Blick drauf wirfst, würdest du sagen, ja, grundsätzlich ist das dieselbe Schrift. Allerdings hat sich das Schriftbild zwischendrin durchaus verändert. Also vom Beginn der Aufzeichnung, bevor diese Pyramide erreicht wurde und dem dann, da verändert sich danach das Schriftbild etwas. Mhm. Und das Schriftbild, was er inzwischen wieder hat, ist eher wie das, was am Anfang des Bandes steht. Mhm. Gut, aber das ist doch zumindest schon ein deutliches Indiz, dass wir da den tatsächlichen André Ludokovic haben. Und dann werde ich zur Baroness sagen, ich vermute, dass ihr Neffe nicht nur das Buch gefunden hat. Das ist wohl offensichtlich. Ich entschuldige mich übrigens für meinen Neffen und seine unsäglichen Manieren. Können Sie sich vorstellen, dass er versucht hat, mich zu töten, der kleine Mistkerl? Ja, was soll ich dazu sagen? So sind manche Leute halt. Ja, doch nicht die eigene Verwandtschaft. Ja, mit denen hat man es ganz besonders schlimm. Ja, Baroness, du holst, als ihr euch dann so unterhaltet und du da noch einen Gin dabei hast, kramst du Gedanken verloren in deinen Sachen und holst dann irgendwann kommst dann irgendwann an diese Münze, die du gefunden hattest.
diese Goldmünze. Hast du sie dann so in der Hand und unterhältst dich weiter und drehst die dabei, ohne dass du das großartig beachtest und mitbekommst. Bis sich die Blicke von Herrn Ludovic da dranhängen. Weil als du diese Goldmünze siehst, die die Baroness da in der Hand hat, mit der sie dann spielt, hast du plötzlich Bilder im Kopf. Bilder von diesen Münzen, das ist gemischt mit Bildern aus dieser Pyramide, wo du auch, wo du eine Hand siehst, also bist dir nicht sicher, ob das deine Hand ist oder ob das, es wirkt für dich wie eine Filmaufnahme, nicht wie eine Erinnerung, sondern so, als wärst du nur passiver Teilnehmer, also ein Raumanzug-Hand, in der ein paar von solchen Münzen liegen und siehst, wie die Hand sich darum schließt. Und dann kommt ein ganz anderes Bild, irgendwie durch eine Reise durch den Raum und du siehst vor dir einen Planeten, auf dem du mit deinem Schiff dann auch landest und du siehst vor dir ein seltsames außerirdisches Wesen, mit dem du versuchst irgendwie zu reden oder sowas und dann irgendwas passiert. Du hast nur noch das Gefühl von Kampf. Und irgendwas Wichtigem. Und zwar irgendwas Wichtigem, was du vergessen hast. Und dir, also das Ganze geht so durch deinen Blick, dein inneres Auge. Und dir fährt dann der Name des Planeten wieder durch den Kopf, auf dem das gewesen sein muss. Nämlich Vanayan. Heilige Kometenschwänze. Ist stimmt was mit dem Whisky nicht? Also er war so ganz kurz weg für so eine knappe halbe Minute und guckte wirklich nur so ins Leere und dann kommt dieses heilige Kometenschwänze. Ist sie nicht gut? Ist das von Vanillen? Das hier, das ist aus der Pyramide. Ich gib's ihm. Also du realisierst sehr schnell, ja, das ist Gold, das ist echtes Gold. Und irgendein Instinkt bringt dich dann auch dazu, das erstmal einzustecken, nur für alle Fälle. Man weiß nicht, was du da Junger Mann, wie alt ist er eigentlich, der André? Der André, es ist schwierig zu schätzen, weil er so, wie gesagt, so sehr, sehr, sehr wirr wirkt. Aber du würdest mal schätzen, der dürfte so rund um die vielleicht so 60 sein. Dann ist er immer noch jünger als ich. Junger Mann, das hätte ich gerne wieder. Wenn es sein muss, bitteschön. Dankeschön. Als du das aber so in der Hand gehalten hast, hast du nochmal einen weiteren Flashback. Und zwar siehst du wieder dieses außerirdische Wesen vor dir, was irgendwie mehrere von diesen seltsamen Scheiben, das sind wie so große Münzen eigentlich, vor dir auf den Boden legt und dann so dabei bewegt. Und du hast dieses ganz dringende Gefühl von etwas ganz enorm Wichtigem. Einfach was ganz, ganz Wichtiges. Als wäre dir was eingefallen, so wie wenn du auf der Fahrt in den Urlaub bist und dir fällt plötzlich ein, kurz vor der Alpenüberquerung, ich habe den Herd angelassen zu Hause. Tja. Wenn man jetzt damit umgehen könnte. Ich glaube, die Rätsel werden immer größer für mich. Es hatte den Anschein, dass es mir deuchte, dass ich vielleicht eine Eingebung hätte. Aber jetzt ist wieder alles weg. Ja. Wart ihr schon mal in der Pyramide und habt diese Münzen schon mal gesehen? Ich glaube, ja. Ich gebe sie ihm nochmal. Gibt es da mehr davon? Als du sie wieder in die Hand nimmst, hast du wieder dieses ganz dringende Gefühl. Und ja, da muss ein Schatz verborgen sein in der Pyramide. Aber ich habe gehört,
Die soll ja eingestürzt sein. Ja. Da hilft nur Buddeln. Wieder zurück auf diesen komischen Säureregenplaneten, habe ich das richtig verstanden? Ja, mir gefällt es hier auch ganz gut, sofern ich wieder zurück darf in diesen Raum. Wo müssen Sie denn eigentlich hin? Können wir Sie irgendwo hin mitnehmen? Weil, Schatz hin, Schatz her, bin zu alt zum... Nein, ich bin nicht zu alt. Ich bin... Ach, das war mir jetzt genug Abenteuer. Vielleicht bin ich doch zu alt langsam. Und ein Schatz, darum ging es ja nie. Es ging um die Außerirdischen und um das Abenteuer. Aber wir hatten Außerirdische und wir haben eine neue Inge bekommen und wir haben diese Goldscheibe bekommen und wir haben mehr bekommen, als wir uns eigentlich erhofft hatten. Und deshalb bin ich dafür, dass wir einfach wieder heimfliegen und nicht nach Schätzen in eingestürzten Pyramiden buddeln. Ja, dann, wenn ihr so nett sein wollt, dann ladet mich doch auf Rob ab. Das ist wo? Galaxis rauf, Galaxis runter. Kenne ich den Planeten? Ich gebe zu, ich müsste gleich mal kurz in meinem Galaxis des Imperiums nachgucken, ob ich den da drin finde. Lieber Werner, gibt's den? Ja. Weit weg. Ja, das müsste auch irgend so ein Subsektor sein. Aber ich glaube nicht, dass es Regina ist. Nee, das glaube ich auch nicht, das wüsste ich. Also es ist eine Weile weg. Wobei dir den anderen Planeten, den er vorher genannt hat, den kennst du. Also der ist... Vanillen? Ja. Vanillen, ja. Der liegt 2 Subsektoren von euch entfernt. Also der ist... Da wäre ich zur Not auch mit zufrieden. Komm auch mal hin. Auf Rob, da habe ich halt einen Schwibschwager. Da kann ich immer unterkommen. Also der Vanillen liegt im Rylanor-Sektor. Inge, berechne doch mal einen Kurs einmal zu Rope und einmal zu Vanillen. Aber gerne. Ich fürchte, dass Rope etwas weiter weg ist. Das liegt nicht wirklich so richtig auf unserer Route, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Also wir sind ja dann... Ihr seid doch auf Jorbund. Also ihr solltet aber, also eins ist sicher. Ich wollte gerade sagen, wir fliegen. Also der Autopilot ist eingestellt und wir fliegen. Wir fliegen von dem nächsten Sprungpunkt. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier erstmal zum nächsten Gasriesen, um aufzutanken. Aber da hier gerade diese gesellige Runde ist, wir haben die Leichen schon entsorgt, die da so Inge in der dahinterlassen haben oder liegen die da immer noch? Sonst würde ich die jetzt mal wegbefördern. Bevor einem noch das Essen hochkommt. Weil Inge hat ja auch die Gardisten da wegmarodiert. Oder? Sind die schon? Ich gehe davon aus, du hast in der Zwischenzeit schon für Ordnung gesorgt. Okay, gut. Also, wenn ich mir vorstelle, ihr sitzt in diesem Raum und ich herumliegen noch irgendwelche von Inge verstümmelte Leichenteile. Ich soll doch mal aufräumen hier. Also mir gefällt ja die Vorstellung, dass ich einfach mit meinem Tentakel immer so einen am Fuß gegriffen habe und die dann so durch das ganze Raumschiff gezogen habe, um sie zu entsorgen. Also das würde gerade gut zu diesem gesamten Reservoir Docks. Wenn ich mich richtig entsinne, hat das Geld aber nicht für die Putzausrüstung gereicht. Also du kannst nicht diese Schleifspur hinter dir reinigen. Ja, dafür habt ihr ja den Raumpiraten. Ach so. Das hat ja der Raumpirat gemacht. Also Inge, du berechnest den Kurs. In der Tat. Ja. Die Reise dorthin, wo der liebe André Ludokovic euch hinbeordern will, wo er seinen Schwibschwager hat, ist eine Reise von knapp 2 Jahren. kann auch ein bisschen länger dauern, wenn man nicht durchfliegt. Also das Imperium ist halt groß. Ja. Das haben wir ja schon festgestellt. Die Reise nach Vanillen würde etwa 2,5 Monate dauern. Was gibt es auf Vanillen noch gleich? Mehr von diesen Münzen?
Ich meine mich erinnern zu können. Aber das ist eine unsichere Sache. Frau Baroness. Sicherer ist es, zu meinem Schwimmspargel zu fliegen. Da weiß ich, dass er da ist. Naja, der kann in 2 Jahren schon tot sein, der Schwibschwager. Also auf dem Schwarzmarkt sind die Dinge bestimmt einiges wert, oder? Oi, was meinst du denn? Nun, es ist zum einen Gold und von daher von Materialwert her schon sehr wertvoll. Und zum zweiten ist es möglicherweise sogar ein Artefakt, der geheimnisvollen. Genau. Und damit immens viel wert. Ich würde sagen, nicht sein Gewicht in Gold, weil es ist Gold, sondern entsprechend mehr. Wenn wir mehrere von diesen Münzen haben, dann könnten wir uns auch ein Riesenschiff leisten, oder? Hier. Bestimmt. Also hier so ein Schlachtkreuzer-Ding da. So ein Schlachtkreuzer-Ding ist eigentlich eher. Also, was willst du damit? Entschuldige, falsche Frage. Naja, dann würden wir nicht wieder in so eine dämliche Situation wie eben kommen. Das ist wahr. Die wenigsten Leute legen sich mit einem Schlachtkreuzer an. Aber wir haben ja ein Stück weg von Inge. Eigentlich hätten wir den entern sollen. Nein. was du aber tun kannst, weil du kennst dich ja durchaus damit aus, liebe Baroness, mit Sachen von den Geheimnisvollen und so weiter. Das ist ja noch gar nicht bis hierhin durch den Kopf gegangen, dass das auch irgendwas von den Geheimnisvollen sein könnte. Weil die restlichen Sachen, die ihr gefunden habt, wirkten jetzt auf dich nicht unbedingt wie passende Artefakte der Geheimnisvollen. Aber diese Münzen, du könntest zumindest mal entsprechend Nachforschungen anstellen, ob die mit denen in Verbindung gebracht werden. Ja, das kann ich natürlich machen. Und das ist mir natürlich nicht durch den Kopf gegangen, weil die Geheimnisvollen, die Artefakte von denen normalerweise sehr anders aussehen, halt sehr fremdartig. Und das da ist eine goldene Scheibe, das ist jetzt nicht so. Nun, möglicherweise haben die Geheimnisvollen eine Möglichkeit gefunden, auf diesen goldenen Scheiben Daten zu speichern. Und tatsächlich ist es ein Datenspeicher und nicht ein Zahlungsmittel. Was sagt denn Inge eigentlich zu der Münze? Hat diese Münze eigentlich irgendwelche Zeichen drauf? Ja, die hat so ein eine Flammensymbolik drauf. Also ein abstrahiertes Feuer, kannst du sagen. Du kannst ja mal nach einem Neutrinos scannen. Habe ich, glaube ich, sogar schon gemacht. Ich glaube auch. Du darfst aber tatsächlich mal würfeln und mit 2 Sechsern und mir sagen, was du gewürfelt. Ich habe eine 9 gewürfelt. Eine 9? Mhm. Also du guckst dir die Münze an und scannst nochmal nach Neutrinos. Und das ist bei dir nicht wirklich eine Erinnerung, aber eine Art von Datenfragment könnte man das nennen. Mhm. Wo du so eine Auflistung von wie so eine Liste bekommst von verschiedenen Münzen mit, und du siehst dabei immer so verschiedene Symboliken. Also du hast keine Namen dabei und keine Begrifflichkeiten, sondern du siehst sozusagen nur diese unterschiedlichen Symboliken und die rattert wie so durch, ohne dass das für dich eine weitere Bedeutung hätte. Okay. Das passiert in einem Subsystem und dann leuchtet eben eines dieser Symbole auf, was eben dann korrespondiert mit diesem Flammensymbol. Und dann ist es aber auch schon wieder weg. Leider finden sich hierzu keine Informationen in meinem System. War nicht das, was ich gesagt habe. Inge, kannst du die Münze mal scannen, ob sie in irgendeiner Form als Datenspeicher genutzt wurde, dass irgendwelche Höhenunterschiede in ihr sind, die lesbare Daten wären? Ich finde nur eine Art Münz-Symbol-Datenbank. Kann ich die irgendwie, habe ich einen Holoprojektor? Ja, oder? Mhm. Kann ich das mal einfach projizieren? Ja. Also folgende Erinnerung findet sich in meinem Speicher. Und da würde ich das einfach mal so R2-D2-mäßig vor die anderen projizieren.
Was hatten wir sowas, so einen Projektor bei dir drin? Also der Projektor hatte einen Holoprojektor, weil er wollte, dass wir R2D2 auch machen können. Ich kann mich auch an sowas erinnern. Ja, die Putzausrichtung hat er nicht mehr mitnehmen können. Ich öffne meine geheime Datei Inge Zusammensetzung. Meine geheime Datei, was ist eigentlich in mir drin? Ja, genau. Gut, also du, wir sagen jetzt einfach mal, du hast diesen Holoprojektor. Das ist ja eine relativ einfache Geschichte. Ja, habe ich tatsächlich. Holoprojektor 8,5 EP, 10 Kilogramm. Ach so, ja, das war dieses Riesen, das wiegt alles so unglaublich viel in dir. Du bist so ein hochmoderner Altroboter. Ja, genau. Also er projiziert R2D2-mäßig diese Symboliken in den Raum, aber die rattern gerade so durch. Also das heißt, du kannst es auch gar nicht wirklich kontrollieren und die langsamer durchlaufen lassen. Ihr seht nur so verschiedene Symboliken, die so klack, 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 klack. Geht das auch langsamer? Meine alten Augen, die können das nicht so gut. Ja, du kannst es noch einmal abspielen. Ich kann es mit einer normalen Kamera aufnehmen und dann langsamer abspielen. Ich beobachte dabei aber André, ob er da irgendwie drauf reagiert, dass er diese Symbole sieht. Also als diese Symbole durchlaufen, André, erkennst du immer wieder welche. Und jedes Mal, wenn du eins erkennst, merkst du, wie bei dir, wie dein Herz so einen Sprung macht. Und nachdem das einmal durchgelaufen ist, hast du alle Symbole erkannt, die dieses kleine außerirdische Wesen mit diesen Münzen vor dir ausgebreitet hatte. Und es war irgendwas von, es ging am Ende um Tod und Geburt und um Reisen und um Phönix und um Anführer. Du bist dir nicht sicher, ob Gin auch vorkam, aber vielleicht solltest du erstmal noch einen Schluck nehmen. Das mache ich auch. Ja. Also André wirkt dabei wirklich so auch wieder so diesen leeren Blick, den er vorher schon ein paar Mal hatte. Mhm. Und greift dann plötzlich zu einer Flasche Gin und das hilft bestimmt. Ja, ich nehme mal diese Holoprojektion mit einer externen Kamera auf. Mhm. Und spiele das dann auf einer normalen, auf einem normalen Bildschirm in Slow-Mo ab. Du siehst verschiedenste Symboliken darauf, das sind alles sehr abstrahierte Sachen. Mhm. Was du auch siehst, ist eine Symbolik, von der du von der ihr alle sagen würdet, das stellt einen Menschen dar. Mhm. In einer abstrahierten Form. Irgendwas, von dem ihr sagen würdet, das sieht aus wie ein Varg. Das ist eine andere der Fremdrassen. Das sind diese Hunde, diese Hundeartigen. Und was anderes, was aussieht wie ein Aslan. Mhm. Das sind die Katzen, diese löwenartigen Außerirdischen. Mhm. Und noch alle möglichen anderen Dinge, Sachen, die ihr nicht erkennen könnt. Teilweise einfach nur so Punkte, Striche. Das ist ein bisschen wie bei Montagsmalern gerade. Mhm. Aber eben auch Sachen, die ihr relativ gut zuweisen könnt. Wie eben zum Beispiel diese abstrahierten humanoiden Gestalten, die da drauf zu sehen sind. Und auch was aussieht wie wie eine Welle. Mhm. Aber es sind verschiedenste Symboliken da drauf. Und eines ist dieses Flammensymbol. Hm. Wann erreichen wir denn eigentlich den Sprungpunkt? Wir müssen erst an dem Gasriesen auftanken. Das ist unser erstes Ziel. Mhm. Ihr seid inzwischen auch schon beim Absahnen. Ja, wir sind schon beim Absahnen. Wir tanken gerade, sage ich da. Okay. Ich bin ein bisschen nervös wegen des Kreuzers, der immer noch uns nachsetzen könnte. Verständlich, wäre ich auch. Ich war allerdings sehr gründlich, Baroness.
Ich danke dir, Inge, du bist ein Schatz. Der schönste Schmetterling auf der ganzen Welt. Dankeschön. Ich könnte es nicht besser beschreiben. Der einzige Schmetterling, nachdem alle vor 200 Jahren ausgestorben sind. Zumindest auf eurem Planeten. Zumindest auf eurem Planeten. Sehr schön. Gut, was wollt ihr denn dann, wenn ihr mit dem Absahnen fertig seid, dann machen? Also. Ich würde gern während dem Absahnen nochmal in den Dateien unseres Schiffes schauen, weil wir haben ja bestimmt, weil die Baroness sich ja sehr für die Geheimnisvollen interessiert, irgendwelche Daten zu, was man bisher so an Artefakten der Geheimnisvollen gefunden hat und als solche klassifiziert hat. Und schau mal, ob da irgendwie vergleichbare Symboliken zu finden sind. Beziehungsweise, ja. Ich werde im Prinzip Inge bitten, das zu tun, weil das ist ja mehr so Daten durchsieben und nachschauen. Dafür ist die Inge aber eigentlich nicht programmiert. Ach so. Nein, aber ich mache das sehr gerne. Ich brauche jetzt sowieso ein bisschen Ruhe und dann verabschiede ich mich und ziehe mich in mein Schlafgemach zurück. Baroness, können wir noch einen Kurs haben? Wo soll ich nach dem Absahnen hinfliegen? Ja, ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir André heimbringen. Dann. Und ehrlich gesagt, finde ich auch, dass das eine gute Idee ist, dass wir nicht direkt nach Hause fliegen, wenn uns ein Kampfraumschiff im Nacken sitzt. Sehr wohl. Du meinst, sie haben irgendwie euer Nummernschild notiert und wissen jetzt, wo du wohnst, ja? Sie kennen ihren Namen und sie kennen den Namen ihres Neffen. Es ist schon durchaus wahrscheinlich, dass die aber eine die wissen nicht, Ahnung dass, haben. Aber die wissen nicht, dass es mein Neffe ist, wahrscheinlich. Winzer und Winzer, möglicherweise können sie drauf kommen. Das kann man bestimmt auch recherchieren, irgendwo in irgendwelchen Datenbanken, ja, Stammbaum. Ja. Adelsarchiven. Auch wieder wahr. Sehr schön. Also nach Werner Yen. Sehr wohl. Baroness, wie gewünscht habe ich Ihr Kreuzworträtsel auf den Nachttisch gelegt. Danke, Inge. Inklusive 2,5 Liter Schlummertrunk. Als du hörst, André, dass die Reise nach Vanillen gehen soll, durchfährt dich so eine Mischung aus Aufregung, also im Sinne von positiver Aufregung, als auch gleichzeitig großer, großer, großer Angst. Ja. Hey, sie, möglicherweise möchte unser Gast auch irgendwann mal was essen und nicht nur trinken. Ich fände es auch eine gute Idee, wenn du mal schauen kannst, ob wir noch was haben. Jawohl, ich gehe mal gucken, was die Küche so hergibt. Und dann gehe ich mal das Raumschiff steuern. Du bist ganz allein zurückgelassen worden im Salon, lieber André. Das scheint mir auch so, ja. Tja, ich wollte ja eigentlich nach Rope, aber wenn das zu weit ist, dann muss ich wohl in den sauren Apfel Vanillen beißen. Das ist wohl wahr, aber vielleicht kommst du ja darüber auch ein bisschen weiter, weil du musst ja weiter rein ins Imperium. Das ist insofern schon die richtige Richtung für dich. Aber von da aus ist es immer noch ganz schön weit bis zu deinem Schwiffschwager. Sind wir da kernwärts unterwegs? Ihr seid kernwärts unterwegs. Ja, also ihr verlasst ja gerade die Spinnwärtsmarken. Also faktisch jeder Weg würde dich herausführen oder eben rüber ins nächste Imperium. Gut. Ihr macht euch auf Richtung Vanillen. Und ihr habt auf dem Flug tatsächlich jede Menge, ich hab's gesagt, einmal heute, verdammt. Ihr habt jede Menge Zeit. Prost. Ihr habt jede Menge Zeit, euch mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen. Das ist so eine der großen Flüche, wenn man mit den Raumschiffen unterwegs ist. Du hast immer einen Sprung, der dauert etwa eine Woche. Dann muss man auftanken, selbst wenn man direkt weiterfliegt. Für so lange Strecken ist das immer
Sprung, Ansprung, Ansprung, Ansprung und dann zieht sich das. Für euch dauert die Reise, weil ihr einen kompletten Subsektor durchqueren müsst und dann noch den nächsten fast komplett durchqueren müsst. Annähernd 2,5 Monate, die ihr unterwegs seid. Aber ihr könnt die Zeit natürlich nutzen. Schließlich ist an Bord dieses Raumschiffes der Baroness jede Menge Unterhaltung mit dabei. Und wenn die ausgehen, werden die Gin-Vorräte auch aufgefüllt. Glücklicherweise hat die Baroness ihr ganzes Taschengeld noch dabei. Das heißt, es können auch jederzeit bei Ausfallerscheinungen in der Bar entsprechende Mengen nachgeordert werden an den jeweiligen Planeten und Raumhäfen, an denen ihr anhaltet. Teilweise sind eben keine Gasriesen da zum Absahnen. Das heißt, ihr müsst teilweise auch ganz normal tanken an den Raumhäfen. Bleibt doch nicht aus bei so einem langen Flug, dass man zwischendrin auch mal ein bisschen Instandhaltung machen muss am Raumschiff. Ihr habt ja auch keinen echten Mechaniker an Bord. Nee, ich habe Mechanik 1. Also ich bin jetzt nicht der super Crack, aber... Ein bisschen was kannst du, ja. Ja, weil ich würde die Zeit auch etwas nutzen, das Raumboot so weit umzurüsten, dass man es nicht wiedererkennen kann und die Zahl rausschleifen und eine neue einschlagen, so die üblichen Dinge. Du streichst es neu. Ja. Genau. Whatever. Ja. Mach einen Fuchsschwanz an die Antenne. Also ich mache es auf jeden Fall unkenntlich. Was du merkst, André, als du da an Bord von dem Schiff mit unterwegs bist, am Anfang ist das für dich alles noch ein bisschen sehr seltsam und man sieht dich kaum, aber irgendwann kommen Erinnerungsfragmente dann auch wieder hoch und du dir fallen Dinge ein zum Thema Raumschiffe und Thema Raumschiff lenken und steuern und auch als dann der Horatius anfängt und beginnt seine Instandhaltungsarbeiten, merkst du, dass dabei dir eben auch Erinnerungen hochkommen und du ihm auch dir Gedanken durch den Kopf schießen wie, oh nee, das muss auf einer übergelagerten Ebene sein, das Problem kann nicht hier liegen, da müsste er mal woanders gucken gehen und sowas. Also so alle möglichen Erinnerungsfragmente und du kriegst immer mehr das Gefühl, dass du ihm eigentlich Anweisungen geben willst. Weil schließlich bist du ja hier, Captain. Ah ja. Als Passagier kann ich natürlich Anweisungen geben. Klar. Ja. Ich werde dir auch anbieten, wenn du möchtest, dass du dir die Filmaufnahmen unserer Expedition in die Pyramiden anschauen kannst. Gern. Ja. Das führt möglicherweise zu irgendwelchen psychischen Problemen, aber die werden zur Not mit Gin erschlagen, ja. Genau. Ich wollte gerade sagen, nichts, was der 5-Uhr-Tee nicht hinbekommen kann, den wir regelmäßig im Salon einnehmen. Du wirst doch am Ende die Zerstörung der Pyramiden sehen. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht ist das eine heilsame Angelegenheit. Man muss sich ja den Problemen, die man hat, auch stellen. Ja, weise. Das ist jetzt wieder eine dieser Szenen. Hinter ihm geht die Tür zu, alle Leute machen irgendwas an Bord und irgendwann, so nach 1-2 Stunden, hört man nur ein lautes aus der Kabine und der Erholungsprozess beginnt von vorn. Könnte man sagen. Phönix aus der Asche. Ah, alles klar. Beim ersten Mal haben wir wahrscheinlich noch heftig Panik und denken, er hat sonst was getan. Irgendwann gewöhnt man sich wahrscheinlich daran. Ja, es sind Erlebnisse. Also das mit den Pyramiden angucken löst bei dir tatsächlich Panikattacken und Dinge aus. Aber wer weiß, vielleicht ist es beim zweiten Mal, wenn du es dir anguckst, besser. Singen hilft gegen Panikattacken. Ich singe dann mit ihm. Okay, das ist auch gerade ein Selbsthilferaumschiff. Für anonyme Alkoholiker. Nein, anonym ist hier keiner. Das, also, das nicht. Und das ist auch mehr so, oder solche, die es werden wollen, würde ich sagen. Also das ist schon. Und Kanaster können wir auch spielen.
Oh ja. Das heißt bestimmt ja. Traveler betrunken im Weltall. Kanaster oder wahlweise auch Rommel wird hier immer wieder gerne genommen. Ja. Ja, für Kanaster haben wir die richtige Anzahl an Leuten jetzt zusammen. Jetzt kann Inge halt nicht mehr mitspielen. Keine Ursache, mein Tentakel ist dafür eh nicht geeignet. Also, gut. Während dieser Reise, ich sorge mich sowohl um unseren Gast, als auch natürlich um Inge, wie sie mit ihrem neuen Körper zurechtkommt. Und ich frage sie dann auch immer mal, wie es ihr geht und kümmere mich darum. Und wie gesagt, außerdem versuche ich rauszufinden, was das mit den Münzen ist und vielleicht kann ich ja mal drauf würfeln. Ja, also da brauchst du auch nicht drauf würfeln, du hast ja mehr als genug Zeit. Also ihr könnt mehr oder weniger alles durchforsten, was überhaupt zu den geheimnisvollen, den Artefakten irgendwie bei euch in der Datenbank vorhanden ist. Und wenn ihr entsprechend auf Raumhäfen seid, könnt ihr dann nochmal weitere Nachforschungen anstellen und dort eben auf die Datennetze zugreifen. Und als ihr in den Subsektor von Vanillen kommt, in den Rylanor-Sektor, gibt es tatsächlich zum ersten Mal Berichte von Münzen. Es ist allerdings nicht ganz klar, also da sind sich die Berichte uneinig, ob die jetzt mit den Geheimnisvollen zusammenhängen oder nicht. Und zwar ist da die Rede von 3 unterschiedlichen Münzen. Und die Symboliken werden dabei auch gezeigt. Es gibt alle möglichen Ideen, was die jeweils darstellen könnten und Interpretationen und irgendwas. Es ist halt nur so, dass die Möglichkeiten, diese Münzen wirklich darauf zu testen, wie alt sie jetzt wirklich sind, beziehungsweise was es mit denen auf sich hat, schlicht begrenzt sind. Aber das, was man, was bei dem sich die untersuchenden Wissenschaftler einig sind, ist, dass die wirklich alt sein müssen. Also deutlich über 100.000 Jahre. Deswegen wird auch die Vermutung immer wieder angestellt, dass die mit den Geheimnisvollen zusammenhängen. Diese 3 Münzen, die gefunden wurden. Gibt es unterschiedliche Ideen, was es damit sein könnte. Natürlich Geld. Oder eben auch die Idee, die Horatius schon hatte, dass es sich um Speichermedium handeln könnte. Und da wurden wohl auch alle möglichen Untersuchungen zu angestellt. Insgesamt gilt das aber eher als so eine, sagen wir mal, so eine abwegige Idee unter den namhaften Wissenschaftlern. Weil das ansonsten eben nicht gefunden wurde bei anderen Hinterlassenschaften der Geheimnisvollen. Aber gerade hier, wo ihr zum ersten Mal davon lest, wird das durchaus auch vehement verteidigt. Ja, und all die haben nur 3 dieser Symboliken überhaupt gesehen, nämlich die 3 von diesen Münzen. Und als ihr das nachseht, stellt ihr fest, ja, diese 3 Symboliken sind auch in dieser Datenbank, die Inge dann noch in ihrem System hat. Aber ist unsere Münze dabei bei diesen 3? Nein. Das heißt, das ist eine 4. Münze. Das würde sie ja dann besonders machen. Das würde vielleicht das Set komplett machen, außer es gibt eine 5., 6., 7., 8., 9. Trillion. Wie viele Symbole haben wir? 36. Dann wäre es wohl nicht ganz komplett, wenn wir 4 haben. Es gibt 36 und in deiner Erinnerung, André, kannst du dich an, also was du wirklich als physische Münzen gesehen hast, was du mitbekommen hast, hast du wenigstens insgesamt 12 verschiedene Symboliken gesehen. Ja. Ja, super. Ich werde an irgendeinem entsprechend geeigneten Ort auch mal in den Symboliken nachgeschaut haben, was das denn für eine Söldnereinheit war, die uns da überfallen hat. Ja. Du hast nachgesehen. Das ist eine, die die bei euch in den Spinnwärtsmarken unterwegs ist und sehr diskret arbeitet. Also das ist keine Söldnereinheit, die jetzt wirklich Kriegseinsätze oder solche Sachen macht, sondern nur für
Leute mit zu viel Geld sich um Sachen kümmert. Ja. Mhm. Mhm. Und die haben trotzdem Schlachtkreuze, nur für alle Fälle. Naja, manchmal macht das Sinn. Und wenn der Kunde genug zahlt, kann man sich auch einen Schlachtkreuzer dafür leihen. Okay. Der Einheitenname wird unterschiedlich angegeben. Mhm. Also das heißt, du findest drei unterschiedliche Titel. Mhm. Und die Aussagen zu dieser Gruppe sind dann auch meistens von Leuten, die in zeitlich sehr engem Abstand dazu, dass irgendwie sie wahlweise in so einem Bericht erwähnt werden oder so einen Bericht geschrieben haben, leider das Zeitliche gesegnet haben. Mhm. Alles klar. Ich werde das der Baroness mal so mitteilen, weil möglicherweise hat sie entsprechende Möglichkeit, mit so einer Gruppierung in Kontakt zu treten, um da Dinge zu klären. Ja, ich denke, wir sollten uns da proaktiv drum kümmern, nicht wahr? Ja. Das denke ich auch. Aber kannst du mir mal sagen, warum dieser Mann nicht auf die Masche der netten alten Lady reingefallen ist? Ich habe mir solche Mühe gegeben. Ich vermute, also zum einen war dieser Söldner wahrscheinlich tatsächlich gar nicht ranghoch genug, um in irgendeiner Form eine Entscheidung zu treffen. Und zum zweiten scheinen das sehr, sehr teure Söldner zu sein. Insofern, wahrscheinlich hat ihr Neffe ihnen eine immens hohe Summe versprochen, die er gar nicht hatte, sondern von der er glaubte, sie zu bekommen, wenn er das Erbe antritt. Aber das ist doch nicht mein Problem. Nein, aber ich vermute mal, wenn sie über entsprechende Kanäle, zu denen sie bestimmt Zugriff haben, darüber reden, dass es da ein Problem gab, offensichtlich mit ihrem Neffen, der möglicherweise unter Vorspiegelung von falschen Tatsachen einen Auftrag gegeben hat, es zu Verwicklungen kam, die man jetzt gerne aus der Welt schaffen möchte. Dann probieren wir das doch mal. Da bin ich aber nicht die richtige Person. Das heißt, du möchtest an einem, wenn ihr mal wieder an einem großen Raumhafen seid, versuchen, irgendwie deine Verbindungen und Dinge und solche Sachen spielen zu lassen. Ja. Hm. Hast du irgendeine Fertigkeit, die dazu passt? Handgemenge? Ja, Handgemenge ist perfekt, genau. Das heißt, du verprügelst erstmal den Nächsten, der dir entgegenkommt auf dem Raumhafen. Okay, hast du sonst noch was dazu passen könnte? Geselligkeit? Geselligkeit, ja, Geselligkeit ist in Ordnung, da können wir mit arbeiten. Oder also ich habe hier oder Bestechung. Ich habe hier Milieu 1, ich könnte mich ja umhören, ob eine Söldnergruppe vielleicht jemanden sucht. Hilft das? Hm. Ja, wir wollen ja nicht Mitglied bei ihnen werden. Nein, wir wollen aber wissen, ob die uns weiter verfolgen und für entsprechende Fühler ausstrecken, um uns zu finden. Du meinst, wenn die auf der Suche sind nach einer seltsamen Truppe mit einer besoffenen Alten und einem extravaganten kugelrunden Roboter, dann meinen die euch, meinst du, ja? Weil ich fürchte, der Preis wird gestiegen sein, nachdem wir Inge darüber geschickt haben. Ich verwehre mich gegen diese Anschuldigungen. Morgens vor 8 Uhr bin ich stocknüchtern. Außer ich habe Restalkohol. Ja. Wahrscheinlich immer. Restalkohol von dem Zeitpunkt, wo du um 6 Uhr morgens aufgehört hast mit dem Trinken. Ja. Möglicherweise. Alles klar, sehr gut. Wäre es nicht möglich, du hast doch einen Anwalt und Notar, bei dem du erst vor kurzem quasi das Testament geändert hast, damit dein Neffe nicht mehr derjenige ist, welcher. Mhm. Kannst du den nicht quasi bitten, diese Information mit entsprechendem Datum über entsprechende Kanäle an diese
Söldnergruppe zu übermitteln, um zu erklären, dass dieser Mensch überhaupt nicht befähigt war, das zu bezahlen, was er in Auftrag gegeben hat. Ja, wir möchten auf keinen Fall irgendwie, wie soll ich das sagen, im Streit auseinandergehen. Mhm. Also jetzt, bleiben wir mal am Boden. Es ist ja eine Weile weg, ne? Also mir ist gerade aufgefallen, Rup wäre übrigens um die Ecke gewesen. Von da. Was? Das ist doch im Regina. Ja, da hat Inge wohl offensichtlich einen völlig falschen Ey, Inge rechnet. Ist scheiße programmiert gewesen. Ey, da kann ich nichts für. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Ja, also bitte hört auf Inge rumzuhacken. Inge macht gerade eine schwierige Phase durch. Ja, sie befindet sich mitten in der Pubertät und entwickelt sich gerade ganz gewaltig. Wir sollten alle sehr stolz auf sie sein und anerkennen, was sie da leistet. Gut gemacht, Inge. Ungerechtfertigte Anschuldigungen erkannt. So ein Stimmbruch ist völlig normal immer, Inge. Danke für Ihr Verständnis. Das Witzige daran ist es, dass du von Rup kommst, mein Schatz, weil das ist nämlich eigentlich das, wo deine Baronie ist. Das war der Planet, auf dem wir angefangen haben. Okay. Okay, also, anderes Thema. Also du wolltest einfach nicht zurück, okay? Wir spinnen das jetzt mal nicht. Du wolltest einfach nicht zurück, weil aus gutem Grund, wissen wir. Nein. Ich bin dafür, dass die Aussprache von unserem neuen Gast so verwaschen war, dass wir nicht Rup verstanden haben, sondern Ruf. Rup. Irgendwas. Und keiner von uns kannte das. Alles klar. Ja, das oder das andere. Also, die Frage ist nur, auf wen wir es schieben. Wahlweise auf den Armer drehen oder auf die Inge. Oder auf den Spielleiter. Mal gucken. Also, von daher, auf einen von den dreien wissen wir es wohl schieben. Du versuchst mal Kontakt aufzunehmen und du darfst mal würfeln. Du kriegst einen Bonus für dein. Für deine Geselligkeit und einen Bonus für deinen Sozialstatus. Von dem Sozialstatus kriegst du einen Bonus von 1 und dann immer was auch immer du bei Geselligkeit hast. Geselligkeit habe ich nur Geselligkeit. Also 1. Also okay. Ja. Also kriegst du einen Bonus von plus 2. Ich will neue Würfel. Genau, Markus, bring dir doch mal neue Würfel. Das ist ja. Und die verbrennst du. Nein, du tust die. Wo auch immerhin diese Würfel, die du gerade hast. Unfassbar. Also du hast leider keine Möglichkeit, da irgendwie irgendjemanden zu erreichen. Bist dir nicht sicher, du hast zwar alle möglichen Kontaktdaten zu irgendwelchen Söldnern oder sowas bekommen, aber keine Einheit, die irgendwie auf irgendwelche deiner Anfragen wirklich sinnvoll reagiert oder so. Würfelst du die Würfel jetzt nochmal neu ein, die du da hast? Ja, die ernsthaft, die macht das gerade nicht besser als die anderen. Ja. Vielleicht einfach, vielleicht wollen die es einfach nicht. Manchmal haben Würfel sowas. Vielleicht musst du vorher in die Rolle kommen und einfach Gin trinken und dann. Das könnte auch helfen. Die Würfel in Gin einlegen. Ich kann auch einfach rüberkommen, dich mit meinem Stock verprügeln, bin ich auch in meiner Rolle drinne. Ich bin mir sicher, es wäre auch bestimmt für alle anwesenden Zuschauer sehr unterhaltsam, wenn du das tätest. Nein, nein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob mir das so gut gefällt. Üble Verbrennung erkannt. Bevor du das machst, ist der Stream auf 18 gestellt. Ja. Ah! Na dann. Und dann kam seine Frau rein und hat den Spielleiter erschlagen. Ja, sehr schön, alles klar. Keine Darstellung von häuslicher Gewalt, bitte. Das ist nicht häuslich, das ist auf der Arbeit. Aber also, stimmt. Ja, dann. Ich meinte aber eigentlich Pacey. Gut. Nachdem ihr 2,5 Monate von Rup geflüchtet seid, also weit weg von Rup, also faktisch in die ganz andere Richtung geflogen seid, aus gutem Grund, ich will das nochmal betonen, aus gutem Grund, was immer der Grund war, es war ein guter Grund, kommt ihr schließlich im System von Vanillen an. Na wunderbar.
Großartig. Und als ihr da aus dem Sprungpunkt austretet und wirklich das System vor euch seht, durchfahren dich, lieber André, wieder Erinnerungsfetzen. Das ist alles recht ähnlich zu dem, was du da schon hattest, aber wieder mit dem Unterschied, dass du dich siehst, wie du das Raumschiff steuerst und du siehst wieder die Sache mit diesem dich selbst handelnd in der dritten Person und wieder dieses Gefühl von Dringlichkeit. Ich stehe neben mir, meinst du? Genau, du guckst dir selbst dabei zu. Das ist so das Gefühl, was du hast. Das kann sein, dass du das auch während dem Flug relativ viel und häufig hattest. Da gibt es bestimmt viele gute Gründe dafür. Einige davon hast du ganz zu Beginn auf einem Blatt Papier festgehalten. Und von daher ist das jetzt kein ungewohntes Gefühl, aber dieses Gefühl von Dringlichkeit, das ist auf jeden Fall dann immer wieder, was da ist. Dieses so von wegen, du, da ist was. Und du hast dauernd das Gefühl, du musst dich um was kümmern, aber du weißt nicht genau, worum. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Substanzen, die dir da helfen können. Also ihr seid mit der Bar durch. Ja. Also offensichtlich gibt es diese Substanzen, die wir jetzt brauchen, nicht in unserer Bar. Mein Freund... Die gibt es nur auf dem Schwarzmarkt. Wäre das nicht vielleicht ein Grund, mal deinen Wert auf Milieu zu testen, liebe Pacey? Natürlich. Ja, nicht hier. Also ich bin auch im Weltraum. Das wird irgendwas abschwatzen. Ich habe übrigens mal eine neutrale Umfrage gestartet, wer denn jetzt schuld an diesem Missverständnis war. 100% waren dafür, dass der Spielleiter dran schuld ist. Was? 100%? 100%. Von wie vielen die teilgenommen haben? Einer? Kann ich gelten lassen. Immerhin 8. Naja. Ich bin enttäuscht. Na gut, ich geb's zu. Gib's zu. Gut. Vielleicht wollte ich euch einfach gar nicht nach Rup fliegen lassen. Das könnte sein, ja. Vielleicht sollten wir dann jetzt einfach mal irgendeine Raumstation aufsuchen oder einen Raumhafen. André, mein Freund, du wirkst nervös. Ja, ich kann das nicht von mir weisen. Das stimmt. Willst du einen Schnaps zur Beruhigung? Ja, ein 12. Sag mal, also während ich ihm ausschenke, ich serviere diesmal selber, die Jungs sind da nicht für diese 1:1 Gespräche, die sind da nicht hilfreich. Ich fliege ja auch gerade das Schiff. Ja. Ich schenke ihm aus und dann frage ich, was macht dich denn so nervös, mein Freund? Ja, wenn ich das so genau wüsste, wäre ich selber ja weiter. Ich denke aber, kommt Zeit, kommt Erinnerung. Du schuldest hier aber niemandem Geld, oder? Ja, wenn ich das wüsste. Weil wenn es das ist, also wenn es nicht so wahnsinnig viel ist, du weißt ja, ich habe nichts zu verschenken, ja? Aber wenn es nicht so wahnsinnig viel ist, kann ich dir aushelfen. Das ist wirklich sehr freundlich. Ja, also da musst du dir keine Gedanken drüber machen. Gut. Aber ich denke nicht, dass es Geld ist. Es ist ein dunkles Geheimnis. Ein dunkles Geheimnis. Na, dann trinken wir mal auf ein dunkles Geheimnis. Ich schiebe ihm das Glas rüber. Skoll. Glücklicherweise. Es ist ja so, dass der Flug vom Sprungpunkt bis ins innere System ja dann auch noch ein Momentchen dauert. Das heißt, ihr könnt euch noch mal richtig einen einlöten, ist alles in Ordnung. Haben wir noch gar nicht gemacht? Nein, haben wir heute noch gar nicht gehabt. Also, das ist so. Ihr kennt diese Spielrunden, wenn einer anfängt zu saufen, saufen alle anderen mit in der ganzen Spielrunde. Das ist immer dasselbe. Ich nicht, ich muss das Raumschiff fliegen. Ja, du bist nüchtern, du willst ja nicht geblitzt werden und sowas. Ja. Genau. Ich sehe den Punkt. Inge ist auch nüchtern. Ja. Wahrscheinlich. Vielleicht. Ja. Hattest du heute schon deinen Gin, Liebe? Jingle ist aktiviert. Jingle.
Sehr schön. Okay. Zurück zum Abenteuer. Wo waren wir? Achso, wir sind ja Vanien. Wir fliegen gerade auf den Raumhafen von Vanien zu. Genau, der Raumhafen von Vanien. Ihr könnt euch natürlich im Vorfeld auch noch ein bisschen informieren. Vanien ist ein vergleichsweise niedertechnologischer Planet. Schon wieder. Ja, wir befinden uns hier auf einem technologischen Niveau, auf dem Großteil des Planeten zumindest. Das ist ja immer unterschiedlich im Imperium. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Technologie auf so einem Planeten gibt, aber im Großen und Ganzen, was der Planet selbst kann. Im Bereich der 1930er unserer Welt. Hm. 1930er bis 1940er. Wenn wir Pech haben, ist da gerade Prohibition. Ja! Okay. Das wäre das Ende dieser Gruppe, glaube ich. Und eine goldene Nase. Dann checke ich mal die Batterien und lade sie alle auf, weil wir werden sie brauchen. Oh ja, das stimmt. Also, die ist etwa der 30er Jahre Technologie. Der Planet hat mehrere Kontinente, aber einen großen Hauptkontinent und er hat tatsächlich einen Raumhafen. Das ist kein, ganz großer Raumhafen, aber deutlich größer und moderner, technologisch weiter, als ihr das vermutet hättet für so einen vergleichsweise Hinterwäldlerplaneten. Weil der Planet selbst kann zum Beispiel keine Raumfahrzeuge oder sowas herstellen. Klar, 30er. Außer wir reden von Space-Nazis, gibt sowas nicht. Der Hintergrund dazu ist, dass der Planet in den Grenzkriegen von einer größeren Einheit der imperialen Flotte als Ausweichstützpunkt benutzt wurde. Und dafür wurde der Raumhafen gebaut. Diese Flotte ist inzwischen schon wieder abgezogen. Das ist für den Planeten insgesamt nicht positiv gewesen, weil das natürlich auch jede Menge Auskontakt mitgebracht hat und war für die Wirtschaft des Planeten durchaus hilfreich. Man rechnet trotzdem damit, dass er sich im Laufe der nächsten Dekaden technologisch wieder etwas erholen wird. Also es ist so, er gilt nicht als ganz verloren, sagen wir es mal so. Ich hatte gerade eben die... Oh, sorry, Markus. Alles gut. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade die ganze Zeit echt überlegt, ob ich mitkommen soll, weil das Tech-Level da niedriger ist und das ja am Schluss bei einem Reality-Check echt blöd für mich wäre. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass wir gar kein Talk spielen. Du bleibst auf dem Raumschiff, da musst du nicht würfeln. Digga. Du wirst sowieso nur noch als Force Majeure eingesetzt. Ja, genau. Sicher ist sicher. Sehr schön. Ja, also es ist wohl das erklärte Ziel der Planetenregierung, auch den Raumhafen wieder zu beleben und da mehr interstellaren Handel zu betreiben und sowas. Allerdings hat der Planet momentan nicht so richtig viel, was er exportieren kann. Außer, das wäre jetzt meine Frage, gibt es irgendwas Tolles auf dem Planeten? Gibt es irgendwas Tolles auf dem Planeten, irgendwas Besonderes? Nein, nicht wirklich. Ihr dürft aber allesamt mal würfeln. Ihr kriegt einen Bonus, wenn ihr eine Bildung von 7 oder höher habt, kriegt ihr einen Bonus von 1. Wenn ihr eine Bildung von A oder höher habt, kriegt ihr einen Bonus von plus 2. Auf was würfeln wir einfach so? Einfach so, 2 wie 6, dann kriegt ihr ja immer nur einen Bonus. Mehr ist es ja nicht. 8. 8, okay. 6. Die 9 Würfel bringen es nicht. Nee. 8. 8. 3 plus 2. Ja, also um den Kram lesen, um den zu verstehen, was in den Büchern drinsteht, müsstest du es lesen. Aber dafür ist der Djinn zu gut. Also insofern war das an der Stelle aus. Und das geht dem Rest mehr oder weniger genauso. Außer Horatius und die Baroness, die zumindest zwischendrin immer mal wieder einen Blick auf die Unterlagen werfen, um ein bisschen was festzustellen. Was ihr seht, ist, dass es wohl eine eingeborene, halbintelligente Spezies auf dem Planeten gibt. Also halbintelligent heißt so viel wie
dass sie selbst nicht technologisch wirklich so hoch ist, als dass sie als als eine der auch der niederen Spezies, raumfahrenden Spezies zählen würde, aber ist von dem ist trotzdem oberhalb von Primaten. Also irgendwo sowas in sowas wie einem früher Homo Sapiens Ausführung. Haben wir ein Bild von denen? Ja, und ihr findet auch ein Bild. Weil das würde ich dann mal dem André zeigen. Und zwar sehen die so aus. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ja. Nö. Nee. Noch ein bisschen näher ran vielleicht dann. Ja, was soll ich machen? Hier über den Tisch springen? Ja. Nein. Ah! Ja, besser. Ah. Ja. Aha. Okay. Ah, ja. Und das erkennen? Ja. Also es sieht aus wie, wenn es ein Fantasy-Spiel wäre, würde man sagen, wie so ein Imp. Mhm. Also so mit so kleinen Flügelchen auf dem Rücken, hinten so ein echsenartiger Schwanz, so geknickte, vogelartige Beine, aber humanoid, also mit zwei Armen, einem sehr länglichen Kopf mit an der Seite liegenden Augen. Und Antennen? Nee, keine Antennen. Nett? Nein, keine Antenne. Habe ich auf dem Bild falsch gesehen. Gut. Und die werden wohl als Chilper bezeichnet. Chilper. Reagiert André da drauf? Ja. Ich kenne die Wesen. Ja. Hast du mit denen mal Kontakt gehabt? Ich habe mit denen mal Kontakt gehabt, ja. Sprichst du deren Sprache? Nein. Haben die eine Sprache? Weiß ich nicht. Die Chilpen. Meinst du? Das ist sowas, sowas wie Zwitschern. Haben die Chilper eventuell etwas mit diesen Münzen zu tun? Das könnte sein. Erinnerst du dich? Wirklich nur ganz undeutlich. Es wird aber immer besser. Vielleicht bin er so ein. Was die denn was mit den Münzen zu tun haben? Das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Er hat beschrieben, dass irgendein kleines Wesen die Münzen bewegt. Die sind klein. Also in deiner Erinnerung, wenn du so dran denkst, ja, doch, das könnte, auch das mit den Münzen, das könnte eines, könnte so ein Chilper gewesen sein. Der könnte ein Chilper gewesen sein. Aber es ist halt schwierig zu sagen, weil die Sache mit dem Gedächtnis, da kann nur ein Djinn helfen. Tja. Da kann nur Djinn helfen. Ja, Djinn hilft fast immer. Dann sollten wir eine Runde Djinn trinken. Bevor wir dann von Bord gehen. Ja. Ich muss noch landen und die Formalitäten mit der Raumbehörde machen. Ausgerechnet heute habe ich keinen Alkohol bei mir. Sehr schön. Aber keine Angst. Ich einen Schrank weiter. Deshalb habe ich so eine schlechte Erinnerung. Dafür ist in dieser gesamten Runde mehr Alkohol vernichtet worden, als, glaube ich, in sämtlichen anderen Rollspielspielen, die wir davor hatten, zusammen. Alter. Das liegt nur daran, dass wir 2 Monate auf Reise waren. Ja, also genau. 2 Monate irgendwie Zeit totschlagen musst. Kreuzworträtsel lösen. Kennen wir nichts. Es war dann ziemlich übel, als wir diesen einen Planeten, als wir da die Flaschen entsorgen wollten. Der Container dann plötzlich voll war. Ja, da gab es keinen Pfand, ganz im Gegenteil, da musste man zahlen, wenn man Glas loswerden wollte. Mann, war das teuer. Okay. Ihr landet auf dem Raumhafen. Die Formalitäten hier werden vergleichsweise strikt eingehalten. Also du hast sehr schnell auch so den Eindruck, hier wird sich an alles gehalten, selbst wenn das jetzt nicht zwingend ist. Also nicht so, dass jetzt hier Gott weiß, was für ein Verkehr herrschen würde oder sowas. Aber selbst solche Dinge wie, du wirst erstmal eine Warteschleife geschickt, bevor du landen darfst und so weiter, obwohl das völlig unnötig ist. Also hier wird sehr nach Protokoll gearbeitet. Okay, hat irgendjemand von uns Bürokratie? Ich nicht. Nö. Aber es heißt wahrscheinlich, dass die Leute eher schwer zu bestechen sind. Möglicherweise. Ich spreche Text plötzlich. Was? Wie? Hä?
Die Landung verläuft dann aber völlig reibungslos, also ist überhaupt keine Schwierigkeit. Mhm. Und ihr kriegt dann auch einen Platz zugewiesen. Die Kosten hier sind wirklich moderat, das kann man nicht anders sagen. Sind eher sogar günstiger, als ihr das erwartet hättet. Gut, sie wollen ja auch tatsächlich, dass hier angelandet wird und wollen auch Handel und Dinge eben anziehen. Sie wirken ein wenig enttäuscht, als ihr sagt, dass ihr primär aus Tourismusgründen anlegt. Ja. Und nicht, weil ihr irgendwelche Waren habt, die es zu verkaufen gilt. Was allerdings bei unserem Raumschiff Typ und Größe eigentlich völlig offensichtlich ist. Absolut korrekt. Nichtsdestotrotz lässt das Interesse der Beamten an euch dann auch schlagartig nach. Während ihr vorher halt sehr, sehr höflich behandelt werdet, werdet ihr dann nur noch abgefertigt. Immer noch sehr akkurat, aber nicht mehr mit großer Begeisterung. Mhm. Aber einen Gin trinken die doch mit uns, oder? Also hier wird definitiv kein Gin getrunken und Alkohol bitte nur in einer dafür zugelassenen Bar am Raumhafen. Und eigenen Alkohol mitbringen sowieso nicht. Okay. Aber vielleicht haben sie hier einen guten einheimischen Gin. Als ihr in der nächsten Bar ankommt, um das zu überprüfen, also es gibt hier an dem Raumhafen durchaus die eine oder andere entsprechende Lokalität, bekommt ihr eine Auswahl an unterschiedlichen lokal gebrauten Alkoholika, durch die ihr euch auch durchprobieren könnt. Es ist in dem gesamten Raumhafen nicht viel los und natürlich dadurch auch in der Bar jetzt nicht unglaublich viel los. Hm. Ihr seid da schon dabei, ein bisschen was zu trinken, euch darüber zu unterhalten, wie ihr weiter vorgehen wollt. Als ihr am Nebentisch die Männer, zwei, die da sitzen, irgendwas lauter werden sagen hört und euch zur Seite dreht und sagt, komm, verpiss dich, hau ab. Nee, mit Viechern wie dir rede ich nicht. Hm. Und sie scheuchen irgendwas weg und dann seht ihr einen von diesen Chilpern, der dann so sehr verängstigt, der bewegt sich auch sehr, wie eben diese Beine von denen, dadurch haben die so einen sehr starksigen Gang. Also wie so Vogelhaftes. Und wenn er sich so nach hinten bewegt und dabei dann so auch die Arme und die Flügel, diese kleinen Flügel, die er am Rücken hat, so hochzieht, wirkt das wie so ein verängstigter Vogel, der so nach hinten läuft. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Hey, aber wir reden mit dir. Komm doch zu uns an den Tisch. Tschung, 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 tschung. Kommt er zu euch rüber, gestarkst? Hm. Ich beobachte André. André grinst so vor sich hin. Hm. Möchtest du was trinken? Nein, nein. Töten, Nestgefährten müssen helfen, schrecklich Experiment tun. Müssen helfen, bitte. Oh. Können Machttausch, helfen, bitte. Nestgefährten. Können Machttausch, Tausch. Hm. Ich denke, immerhin ein Kontakt. Besser als nix. Wir helfen dir und dann hilfst du uns. Können Machttausch. Ja, wir helfen dir und dann hilfst du uns. Können Machttausch. Tausch! Wir bieten die Goldmünze an. Nein, wir gehen jetzt erstmal und gucken nach seinen Nestgefährten. Das klang sehr dringend. Der zieht so einen Beutel, den er um den Hals hat, ab und macht den so auf. Und da kommt eine weitere von diesen Goldmünzen zum Vorschein. Hm. Können macht Tausch. Ja, gerne. Ich nehme die dann mal. Nee, ist nur diese eine. Was hatte ich für ein Symbol?
Das siehst du von der Stelle aus nicht, weil sie ist von der Rückseite zu sehen. Und es ist auch erstmal total egal. Ich nehme die und wir... Was ihr aber bemerkt, ist, dass die zwei Männer am Nebentisch sich rumdrehen, das so beobachten und so. Ja. Dann klopfe ich mal auf Daisy. Ach so, Waffen mitzubringen ist hier nicht erlaubt gewesen. Okay. Nicht standardmäßig, dass man sein Lasergewehr überall mit hinnimmt. Mein Schnitzmesser darf ich aber mitnehmen, oder? Das Entermesser auch nicht? Nein. Na gut. Die einzige Waffe, die ihr dabei habt, ist eure Baroness mit ihrem Schlagstock. Okay. Mit ihrem Gehstock. Reicht. Entschuldigung. Das reicht. Da muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Gut. Ja, dann auf geht's. Bull macht Tausch. Nestgefährten müssen retten tun. Ja. Na, dann gehen wir doch mal mit, oder? Ja. Also. Und als ihr dann euch entschließt, ihm zu helfen, nimmt er diese Münze dann auch wieder und hält die dann so fest und erzählt euch erstmal seine Geschichte. Wie er entführt wurde, zusammen mit seinen Nestgefährten, um in eine große metallene Höhle gebracht zu werden, wo Experimente an ihm durchgeführt wurden und er entkommen konnte und er ist dann da, er ist runtergefallen, ganz tief in eiskaltes Wasser und ist irgendwann wieder angespült worden und er braucht dringend eure Hilfe, um seine Nestgefährten wiederzufinden. Mhm. Und mit dieser wunderschönen, traurigen Geschichte von Chiri dem Chilper. Chiri dem Chilper. Genau, das ist Chiri der Chilper. Mit dieser traurigen Geschichte und der Frage, was ist mit Andres Erinnerungen? Haben die Chilper und die Münzen irgendetwas mit den Geheimnisvollen zu tun? Und, am wichtigsten von allen, herrscht hier Prohibition und reichen die Gin-Vorräte? Verlassen wir euch für heute Abend. Die wichtigste Frage ist doch eigentlich, wie lange macht die Leber der Baroness das überhaupt noch mit? Ich glaube, die ist inzwischen so heftig in Alkohol eingelegt. Das hieß die früher nicht mal bezaubernde Genie? Ja! Nein, ich glaube, das ist die andere Serie. Das hier ist die versoffene Genie. Aber also, damit machen wir für heute Schluss und falls ihr euch gefragt habt, was zum Teufel war die Idee hinter dem heutigen Abenteuer, das nennt sich Überleitung. Das nennt sich Überleitung von einem Abenteuer zum nächsten mit einer Gruppe, die sich wehrt. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Was? Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ja, das sagen sie dann alle. Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Da bin ich, also in 62 Lebensjahren, wenn ich eins gelernt habe, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Manchmal muss man den Stock einsetzen. Oder Inge. Oder Inge. Ich habe auch schon ein wunderbares Intro für dieses Format hier gesehen im Chat von Die innere Stimme. Finde ich sehr schön. Das Weltraum, ich nehme mal an, es ist der, unendliche Gin-Bestände. Ah, nee, ich verstehe es. Das Weltraum, unendliche Gin-Bestände. Wir schreiben das Jahr Bartholomakus I. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Legion, das mit seiner 5-Mann starken Besatzung 5 Fässer lang unterwegs ist, um neue Gin-Arten zu erforschen, neues Fingerfood und neue Glasgrößen. Finde ich schön. Ja. Herrlich. Also, ich muss euch sagen, das war heute eine der abgefahrensten Spielsessions, die ich seit langem erleben und noch dazu leiten durfte. Ich hatte so eine schöne Vorstellung, wie ich euch jetzt hier mal so ganz schnell schön zusammenkriege als Gruppe und nix. Hier ist der neue Mitspieler. Yo, schön für ihn. Klack! Tür zu. Nimm noch Gin. Naja. Sorry, Werner.
wir werden geändert und dann so dieses, hey, da steht einer, der trinkt eure Alkoholvorräte. Warte mal, welches Problem widmen wir uns zuerst? Lassen wir ihn mal da, wo er ist, da ist er gut aufgehoben. Das war aber gerade wie so in einem dieser schlechten Filme. So, kanntest du den? Nee, ich dachte, du hast den mitgebracht. Ich finde das, was Pacey sagt, ist total nachvollziehbar. Ja. Und ich bin immer noch dafür, dass, also ich hätte immer wieder die gleiche Entscheidung getroffen. Tür zu und erstmal die andere Sache bereinigen. Ja. Also, was lernen wir daraus? Kein Kontakt, kein Plan, den ihr machen könnt beim Rollenspiel, überlebt die Spieler. Nein. Und je mehr Alkohol die zur Hand haben, desto schlimmer wird's. Hat doch am Ende alles funktioniert. Ist doch alles gut. Wir sind auf dem Planeten. Chiri de Chipe hat uns seine Leidensgeschichte erzählt. Ja. Alles gut. Was war nochmal der Satz? Machen, tauschen? Machen, tauschen, ja. Machen, tauschen, tun, ja. Ja. Machen, tauschen, tun. Sehr schön. Also es war mir auf jeden Fall eine Ehre und ein Fest. Und also ich kann mir nicht vorstellen, Werner, dass du viele Abenteuer mitspielen durftest, in dem dein Charakter sich dermaßen um den Verstand gesoffen hat. Also, und sich so heftig zu erinnern versucht. Ja. Ne? Es war eine fortwährende Erinnerung, könnte man sagen. Ja, es war ein fortwährender Erinnerungsprozess. Auf jeden Fall lieben herzlichen Dank, dass du uns heute Abend hier beigestanden hast. Wir hätten allein die Gin-Vorräte nicht niedergekniet. Nee, ich bin beeindruckt. Denke auch. Also die mussten heute Abend da dringend unterstützt werden. Lieben Dank. Mein Image wird immer schlimmer. Ja. Du hattest Wasser dabei heute. Ja. Und du konntest Whisky-Sorten aufzählen. Also. Die neuen von dir, die kannte ich auch. Davon gehe ich aus. Die Single Malts, die kannte ich auch. Aber um altes Flair reinzubringen. Daher? Die alten, ich kann bestimmt 20 aufsagen, die es heute nicht mehr gibt. Das sind auch Fragen, die werden wir dann beim nächsten Mal lösen. Wie viel Whisky-Sorten kann Werner aus dem Kopf heraus aufsagen, die es heute nicht mehr gibt? Der Beste war ja Racke Rauchzart. Das war ein deutscher Whisky. Aus Mainz. Bing. Ja, kann sein. Das weiß ich sogar. Also ich persönlich bin dann raus bei Jack Daniels und Johnny Walker oder so. Aber wir können das Spiel spielen, wer kann mehr Surfer aufzählen und das gewinne ich. Wahrscheinlich. Okay, bevor das hier schlimmer wird und wir irgendwie bei noch anderen Alkoholthemen ankommen. Lieben Dank an euch als wundervolles Team. Also ihr wart die mit Abstand beknackteste Raummannschaft, die ich mir für heute Abend wünschen konnte. Und lieben Dank an euch, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ihr hattet hoffentlich auch genauso viel Spaß wie wir, denn es war eine absolut unvergessliche Erfahrung. Mühle auf der Kommandobrücke. Das sind die perfekten Schlussworte. Und in diesem Sinne, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir mit den alten Männern loslegen und noch weiteres tolles Programm haben. Ich bin mir ganz sicher, Inge, dass da noch ein bisschen was kommt, oder? Also ich kann, es ist tatsächlich noch, zwei Dinge sind noch etwas unklar, deswegen will ich da noch nichts versprechen, aber was ich auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass wir, wie gesagt, alte Männer am Montag haben und am Mittwoch einen Kick-Off, wenn man so möchte, Crowdfunding-Talk haben zu unserem schon etwas länger angekündigten Crowdfunding, Ulysses-Spiele Classics, wenn man so möchte, Classic, Schwerter und Dämonen. Classic-Städtebücher, da sind ja natürlich Sal-Anfa und Teerjacken und Lederratten, nee. Teerjacken und Landratten. Ich will immer Lederjacken sagen. Warum auch Lederjacken immer. Sind auch cool. Aber Lederjacken, ja. Und natürlich nicht zu vernachlässigen Grimmzahns Fallen ist auch mit dabei. Yay. Und da werden wir uns am Mittwoch drüber unterhalten und das Crowdfunding mal ein bisschen vorstellen. Also, und ich bin mir sicher, auch darüber hinaus werden wir noch ein bisschen was am Programm zusammenkriegen. Egal wie, es lohnt sich auf jeden Fall wieder einzuschalten. Und in diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Abend, ein tolles Wochenende und wenn sonst nichts, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.